Es ist halb acht, wir wollten wohl anfangen. Ja. War ein kleines Missverständnis jetzt bis 19.30 Uhr, tut mir leid. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, eben nicht. Ich habe hier Ihrem stuckligen Kollegen gesagt, wir können auch 19 Uhr und da hat er nicht drauf geantwortet. Lilly! Okay. Ja, wir begrüßen recht herzlich den Herrn Dr. Lüders und seinen Assistenten Herrn Laschke, Entschuldigung. Ich hatte ihn gebeten, mal zum Thema Lieb- und Lippendehme was zu sagen. Und ich war selber bei ihm zum Termin. Dann hat sich das ergeben mit Selbstlippengruppe. Und dann hat er gesagt, wenn Sie mir eine Tasse Kaffee anbieten, dann kann ich mich da, wo man Arm hinsetzen und Ihnen was erzählen. Und das habe ich dann auch dingfest gemacht. Und somit ist er heute Abend hier. Getränke kann sich jeder nehmen, was er möchte. Das fragen wir von der Gruppe. Und die Mandarinchen stehen nicht nur zum Anschauen da. Ich habe heute Morgen beim Einkaufen gedacht, ein paar Vitamine jetzt in dieser Jahreszeit können nicht schaden. Ja. So, und ja, ich würde jetzt mal an Herrn Dr. Lüders übergeben. Ja, schön, so unkompliziert. Ne? Danke an Frau T. Sie sich auch so bemerkenswert halt um so eine Gruppe halt kümmert hier. Ne? Ich stelle erstmal so eine Frage halt so rein, damit ich mal mitbekomme, welche Zielgruppe ich hier vor mir habe. Wie lange kennen Sie sich denn schon so in diesem Setting, in dieser Truppe hier? Privat eigentlich prinzipiell. Und das ist so. Treffen sich ja fünf Jahre ist so bemerkenswert. Und einmal im Monat treffen Sie sich. Ja. Das heißt also 5 mal 12. Da kennt man sich ja schon, ne? Ja, und wir haben auch so ein bisschen Kontakt zu der Elm-Stettner-Sitz-Hilfegruppe. Mhm. Da sind jetzt auch ich bin nicht heute alleine hier. Ja, heute alleine. Wir haben sonst bei Vorträgen auch schon mal mehrere aus der Elm-Stettner-Sitz-Hilfegruppe. Mhm. Da ist das ähnlich. Die gibt es auch seit 2017, die Gruppe. Aber wir machen das seit Corona, dass wir uns im Moment seit 2 Jahren noch online treffen. Ja. Aber auch dann 2 Mal im Monat. Ja. Ja. Also viele alte Gesichter. Also Interesse ist da, weil gewissermaßen auch Leidensdruck da ist. Ne? Frage, verstehen alle den Herrn Dr. Lüders? Ja, sonst nehme ich dieses technische Gerät. Ja, aber am besten sonst mache ich. Was bedeutet das? Ruhe, ich möchte sprechen. Also, okay. Ne, Klingel, ne? Also man kriegt halt mit, Leidensdruck ist da, also dadurch das Interesse, aber das Problem, was wir heutzutage haben, ist die Versorgungsstruktur, die ist halt nicht so... Ach was. Ja, genau. Und möchte ich auch immer ganz direkt am Anfang halt immer erstmal erklären, so aus meiner Perspektive als Onkel Doktor, dass Sie unterscheiden müssen zwischen Medizin, das, was man sich halt so vorstellt, und der medizinischen Versorgung. Das sind 2 verschiedene Sachen. Ne? Also manchmal ist man ja auch wirklich irritiert. Da geht man zum Arzt und da redet der Arzt so komisch. Der sagt dann so Budget oder sowas. Also so eine Begrifflichkeit, da habe ich aber gar nicht jetzt mit gerechnet. Weil ich habe ja gewissermaßen ein Leid und habe das Interesse, woran liegt das denn? Also und was kann ich denn machen, damit das wieder weggeht? Na, deshalb geht man ja zum Arzt. Ja? Und dann stößt man aber auf eine sogenannte Versorgungsstruktur, weil wir Ärzte, wir sind so eingebunden, weil es muss ja auch alles bezahlt sein. Also man kann da nicht einfach beliebig irgendwelche Leistungen erbringen oder so und den Patienten zur Kasse bitten. Also die Wirtschaftlichkeit muss gegeben sein. Und da haben wir plötzlich Strukturen, die eigentlich mit Medizin so gar nichts zu tun haben. Also zum Beispiel Krankenkasse oder so weiter. Und da kriegt man mit, dass die Sache sehr komplizierter wird. Und mittlerweile Wirtschaftlichkeit, da zählt die Zeit eine große Rolle. Und die haben wir alle gar nicht mehr. Ja, wir haben heutzutage alles, ne? Nur keine Zeit. Ja, und dementsprechend bleibt Folgendes auf der Strecke, nämlich die Information. Ne? Also, was habe ich denn jetzt eigentlich? Und so ist eigentlich die Versorgung leider aktuell geprägt, dass die Information gar nicht mehr so rüberkommt. Ne? Dass man also weiß, was habe ich denn eigentlich? Warum ist mein Körper so? Warum hat er diese Morphologie? Oder teilweise, warum meldet er sich auch in Form von Schmerz? Weil er kann ja nicht anders reden. Ja, also der sagt dann wirklich, aua, ne?
das stimmt irgendwas nicht. Und dann sind wir so auf so einer Gefühlsebene und keiner weiß genaueres und das ist sehr tragisch. Ne? Und da möchte ich halt über Werbung zu machen, das ist immer so das Gesellschaftliche. Das ist immer sehr tragisch. Also die Versorgungsstruktur und so. Ne? Aber das Natürliche, das ist eine andere Perspektive. Ja? Die ist schön. Weil die Natur hat sich immer nur das Beste gemerkt. Das ist so das evolutionäre Prinzip. Ja? Und das hat jeder Mensch heute in sich drin. Also dieses, das Beste. Und das können Sie auch abrufen. Das heißt, wenn Sie sich geschnitten haben oder so, Sie haben eine Wunde, ja, da brauchen Sie keinen Professor für irgendwas, das heilt von selbst. Wirklich. Ne? Und das ist schön. Das heißt also, wenn es jetzt um Versorgung von Patienten geht, möchte ich auch mal ansprechen, da ist die Heilung ein ganz wesentliches. Nur da muss man wissen, wie und warum. Ne? Und die Zeit, die haben wir heutzutage leider in der Versorgungsstruktur nicht mehr. Jetzt mal aus ärztlicher Sicht berichtet. Ja. Und dementsprechend habe ich dann meine Konsequenzen als Arzt auch gezogen und habe dann gesagt, nee, das machst du dann irgendwie anders. Und dann habe ich Herrn Laschke kennenlernen dürfen. Ohne dem könnte ich das alles gar nicht. Und dann haben wir die Gefäßmedizinische Ambulanz in Münster gegründet, in enger Kooperation mit meinen alten, ja, bekannten Kollegen mit der Uniklinik, die halt machen. Ja, das sind halt so, wenn wir was machen müssen, also medizinischerseits, dann machen wir das eigentlich nicht selbst, außer Ultraschall, also Diagnostik. Das Therapeia, Therapie dienen aus dem Griechischen, das machen dann die anderen. Also zum Beispiel, wenn es um invasive Dinge geht, dann schicken wir gerne nicht in die Uniklinik. Die machen den ganzen Tag nichts anderes da, also Kathedern und so weiter. Oder Franziskus gibt es da halt auch, da gibt es auch viele Gefäßchirurgen, heißen die. Chai aus dem Griechischen, die Hand, Handarbeiter. Also die arbeiten dann mit der Hand. Also ich arbeite dann immer mit der Hand, außer den Ultraschallkopf halten. Und ich rede dann sonst eigentlich auch noch. Also ich erhoffe mir dann so, die Dia kommt von durch und durch, Gnosis, die Erkenntnis, also die Diagnostik zu machen. Um dann gezielt zu sagen, das müssen wir therapeutisch machen, da muss gedient werden. Ne? Ja, und das klappt dann ganz gut. Also, weil die Zielgruppe ist riesig. Ne? Ja. Sie wäre heute Abend. Sie kennen sich seit 5 Jahren, 12 Monate hier. Man geht doch nicht so aus Jux und Dollerei einmal im Monat zu so einem Abend. Ne? Also, da wüsste ich was Besseres. Also, Kegeln oder sowas. Ne? Aber doch nicht an so einem Tisch hier sitzen. Ne? Also, da ist also Leidensdruck halt. Ja. Und da ist mir ganz wesentlich diese beiden Perspektiven, dass Sie die verstehen. Die eine Perspektive ist halt so die gesellschaftlich, die wirtschaftliche, die Versorgungsstruktur, ja, die Arztpraxis, alles was die Krankenkasse, also wird es dann sehr kompliziert mit Anträgen und so. Ja, also Zettel haben wir mehr als genug. Und die natürliche Perspektive, also so die naturwissenschaftliche Perspektive, die halt eine Information generiert hat, die richtig gut ist. Ne? Und da müsste man eigentlich ansetzen. Aber diese Perspektive hat der Patient nicht mehr. Der glaubt immer nur, die Lösung liegt in dem von außen. Also gibt es da nicht eine Salbe oder eine Tablette? Können Sie mir nicht ein Rezept ausstellen? Ja, weil es immer so gezeigt worden ist. Ja. Wenn ich die Pille, dann geht es hier besser. Wenn ich die Creme, dann geht es hier besser. Ja, richtig. Also Ihnen werden da so Dinge angeboten. Ne? Und dann bestmöglichst dann auch verkaufen, kann man ja nicht sagen, weil im medizinischen Sektor können Sie ja nichts kaufen, weil Sie sind ja krankenversichert. Aber wenn Sie dann was brauchen, dann muss man dann immer über die Kasse, verstehen Sie, das ist so die gesellschaftlich-wirtschaftliche Perspektive und so praktizieren wir in der Regel, ne, also Regelleistung, so praktizieren wir eigentlich auch unsere Medizin. Aber vernünftigerweise muss man eigentlich sagen, müsste man eigentlich die andere Perspektive wählen, so die natürliche Perspektive. Und sich halt fragen, warum habe ich das eigentlich geschenkt bekommen? Also die Information, ne, so evolutionär, das gehört Ihnen gar nicht. Ne? So, das über Jahre, da sind ganz viele für gestorben. Das steckt in jeder Zelle bei Ihnen drin. Welche Funktion? Also wofür ist dieser Teil meines Körpers überhaupt da? Das ist vielen auch nicht bewusst. Also zum Beispiel Fettgewebe. Ist immer so negativ konnotiert. Also in der Gesellschaft. Irgendwie hat die Gesellschaft damit ein Problem. Muskulatur ist super. Also da braucht man möglichst viel.
Also damit man aus der Entfernung schon sieht, oh, der hat aber viel davon. Ja, aber Fettgewebe nicht. Also das will keiner haben. Also wir kriegen halt mit, das schwingt so auf der emotionalen, aber so denkt die Natur nicht. Die Natur hat also gewissermaßen diese Gewebsorten entwickelt, weil sie Sinn machen. Und weil es die effektivste Form so ist. Das ist toll. Also man kann halt sagen, schön, dass ich viel davon habe. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn Sie jetzt auch damit schwingen und halt sagen, ich will aber nicht so viel davon. Ja. Sie haben jetzt Glück, Herr Lüders, Sie haben ja nicht so viel davon. Ja. Das hat aber auch einen Grund. Das liegt halt daran, weil ich halt weiß, glücklicherweise, ja, warum das da ist. Ja. Also ich habe also so eine gesunde Distanz zu meinem Körper. Denn viele zum Beispiel, da fängt es halt an, die sagen dann immer, das ist meins. Das gehört mir. Das bin ich. Ja, so. Waren Sie denn immer so schlank? Nee. Also ich war auch mal in einer anderen Umgebung, also zum Beispiel in der Uniklinik. Da war meine Welt anders. Na, da war ich halt teilweise nur im Katheterlabor. Ja? Und da hatte ich dann eine Kaffeemaschine. Ja. Da hat der Chef schon immer drauf geachtet. Und da hatte ich meine weißen Brötchen. Also so. Und da war da drauf so Salami und Käse und so weiter. Und das Einzige, was ich da so gemacht habe, ich bin dann halt, wenn der Patient wieder auflag, bin ich da reingegangen, habe kathetert. Und dann, wenn der dann fertig war, dann bin ich nach ihm angegangen, einen Kaffee gemacht, habe den Befund geschrieben und habe dann ein Brötchen gegessen. Und so ging das dann immer hin und her. Ja. Und dann habe ich das so gar nicht wahrgenommen, dass ich mein Körper, der Körper, der ist nämlich nur. Also mehr nicht. Der ist nur. Also sein. Und der passt sich immer nur an. Ne? An das, was er gewöhnlich macht. Das ist schon alles. Hier könnte man eigentlich Ende machen. Ne? Nur der Körper hat ein Problem, nämlich den Kopf. Ja? Und weil der Kopf, der macht dann so eine Wirklichkeit. Ne? Und das ist das Problem, was der Mensch noch hat. Es wäre ja schön, wenn es nur wirklich wäre, dann würden wir jederzeit, und darum geht es eigentlich, nur Dinge erleben. Ja, herrlich, dass wir alle hier sind. Hallo, jetzt. Ja, denn wirksam ist man nur jetzt. Nein, er hat dann immer ein Bild. Ding, ein Vorbild. Ne? Nochmal Ding. Also gleich macht es vielleicht nochmal Ding. Verstehen Sie? Weil ich muss ja noch. Also gleich. Also ich bin ja jetzt nicht gleich. Ne? Wir treffen uns ja um 19.30 Uhr. Und dann wird es kompliziert. Also der ist dann gar nicht da. Und da sind wir leider nur drin. Also wir sind im Kopf. Ja, so. Und der Körper, der ist halt so, damit vergleiche ich das immer gerne mal, wie so ein Hund, der nebenher läuft, ja, an der Leine. Und dann geht man so gedankenlos draußen spazieren und kriegt gar nicht mit, es hat geregnet und der Boden ist ja so dreckig. Und dann kommt man nach Hause und guckt sie und sagt so zum Hund, wie siehst du denn aus? Und der Hund, der guckt dann einen so an und sagt dann, was denn? Du siehst doch genauso aus. Ja, das, also weiß ich, ob der Hund das so projiziert. Aber zumindest ist er so irritiert, was willst du denn jetzt? Was hast du denn? Ja, weil der ist die ganze Zeit einfach nur nebenher. So ist der Körper. Also so, der passt sich immer nur an. Und wenn es halt geregnet und dreckig ist, dann ist halt der Hund nicht mehr sauber. Ja? Mensch. Ja, und das muss man erstmal begreifen. Ja, also, dass der Körper nur ist. Weil man hat dann hier oben irgendwelche Erklärungsmodelle, die man auch immer sucht als Orientierung. Und wenn man eine Orientierung hat, dann ist man schon mal ist man zufriedener als man vorher. Weil vorher wusste man ja gar nicht, was ist. Ja, und dann hat man so die Sorge. Die Sorge, dass man der Selbstorganisation nicht mehr hinterherkommt. Und das Schlimme ist in der medizinischen Versorgung, dass man da keine Zeit hat, also sich selbst erstmal zu besinnen, sich zu orientieren oder so. Nein, der ist schon der Nächste. Und typischerweise hat man auch jemanden vor sich, der sagt dann halt auch so komische Begriffe und keiner weiß genaueres, ist eine Störung, das ist genetisch, das hatte ja ihre Mutter schon, ne? Also so auch nichts Richtiges. So.
Ja, und dann ist man natürlich besorgt und später vielleicht auch mal ängstlich. Und es gibt sogar Leute, die sind nicht nur besorgt, ängstlich, sondern die projizieren das dann auch in den eigenen Körper. Ja, die sagen dann einfach so, du bist aber echt kacke. Ja, schlecht. Ich habe also wirklich auch Jugendliche vor mir sitzen, die also nicht das Glück hatten, wie ich zum Beispiel auf dem Dorf groß zu werden, sondern nur mit E-Roller. Und die verletzen sich dann selbst. Also die sagen dann, ja, so. Und dann muss ich immer sagen, jetzt aber halblang, jetzt aber Vorsicht. Dann rede ich immer so aus der Perspektive des Körpers, ja, das gehört dir gar nicht. Also es ist dir geschenkt worden. Na, da steckt eine Information drin, die hast du gar nicht, weil der Mensch von heute glaubt ja immer, das ist meins, das bin ich. Also, na, alles irgendwie so. Das ist aber nur der Kopf. Ja. Die Information in ihrem Körper, das haben sie gar nicht erarbeitet. Ja. Das ist ihnen geschenkt worden, das ist entwickelt worden, das ist in jeder Zelle drin. Und nur weil sie jetzt halt nicht wissen, was ist, da kann man jetzt auch nicht böse darauf sein. Ja. Nur weil gewissermaßen das Bild, was sie von einem natürlichen Körper halt haben, nicht dem entspricht, was sie gerade so wahrnehmen an sich. Verstehen Sie? Und das fängt zum Beispiel auch bei der Sprache an, weil natürlich wird gerne zusammengewürfelt mit normal. Also der Patient sitzt dann immer vor mir und sagt dann immer, ja, die Frage kriege ich dann auch mal, die ist ganz klar definiert. Ja. Das ist nämlich eine statistische Angelegenheit, was nämlich häufig ist. Ja, so. Und dann malt man halt so, was ist die normale Größe, dann nimmt man sich alle, misst alle aus, wie groß die sind und im Schnitt werden die wahrscheinlich sein, die Menschen so bei, weiß nicht, 3,50 Meter und dann werden die meisten Menschen bei 3,50 Meter sein. Ja? Manche sind kleiner, manche sind größer. Und dann kriegt man gewissermaßen so eine gausche Glocken, kennen Sie wahrscheinlich, wenn der Mensch sich so fragt, bin ich schlau? Dann gucken die halt über diesen IQ und dann kriegt man diese komische Kurve. Ja? Und über diese komische Kurve, das können Sie über alles hinlegen. Wie viel Brötchen isst der Mensch am Morgen? Wie viele Mandarinen liegen hier auf dem Tisch? Ja? Was ist denn normal für so einen Teller? So definiert man normal. Und da muss ich halt sagen, mittlerweile ist es so, im Jahr 2023, dass Ihre Körper, so wie Sie wahrnehmen, schauen Sie mal um. Es gibt Sie nicht alleine, also Sie oder Sie oder Sie. Das ist schon normal. Die haben alle das. Und deshalb haben Herr Laschke und ich auch genug zu tun. Denn wenn das nicht normal wäre, dann würden wir uns morgens halt fragen, so ein Mist, jetzt hast du die Investition gemacht mit der Praxis, aber jetzt kommt keiner. Und das Ultraschall, die Miete muss ja bezahlt werden. Selbst, so. Nee, es ist schon normal. Ne? Es ist aber nicht natürlich. Und das ist der Unterschied. Und das Schöne ist halt, selbst bei diesen Jungen, die das gar nicht anders kennen. Also ich kenne es ja aus den Anfang der 70er Jahre, ich kenne das noch ganz anders. Ne? Also so schön, ne? So, wo alles irgendwie so klar war, so logisch, hat Logos der Weg. Ja? Selbst die in diesem Covid-Zeitalter groß geworden sind, ja? Also wo alles durcheinander war, ja? Die haben immer noch dieses Bild in sich drin von einem Natürlichen. Verstehen Sie? Und dann, das finde ich halt so toll, die kommen dann zu uns hin, weil die sich dafür interessieren, Inter dazwischen esse sein, mit dem Zustand, der natürlich als wahrgenommen wird. Ja. Und dann muss man denen das erstmal erklären, warum die eigentlich diesen Körper haben. Weil der Körper, um das nochmal zu sagen, der passt sich immer nur an. Ne, an das, was man so gewöhnlich macht. Mehr nicht. Ja. Also sind wir alle sehr. Sie müssen den Finger nicht heben. Ja, aber bei mir ist es ja gut, ich habe. Wie gut, dass wir fragen. Eine Frage, bitte. Also Lymphödem habe ich ja und Lymphödem und Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Und selbst wenn ich Fahrrad fahre, aber wie gesagt, Sie wissen sehr, ich. Jetzt werden wir konkret. Jetzt sind wir zugenommen und es ist halt so, man fühlt sich einfach nicht wohl. Wobei ich auch nur an 62 bin. Du hast noch den normalen Wuchsigen, da haben wir es ja wieder. Alles, was gar nicht 60 ist, ja, wie gesagt, das ist wie so ein I. Und ich verstehe auch jetzt alle hier, die jetzt ne, das andere haben. Ja, wir sitzen alle mit unserem selben Boot. Ja, aber dann die Frage drauf. Lymphödem ist das nicht. Nur Lymphödem. Ja. Ja.
Ja. Ist das jetzt normal, vererblich? Oder woher kommt das? Ja. Oder, ja. Zwei, ja, oder sind wir alle selber schuld, weil wir haben uns angepasst. Genau. Ja. Das hast du schon verstanden. Ja, der Körper passt sich immer nur an. Ne? Also sie selber machen ja alles richtig. Also sie sind ja normal. Ne? Also sie sind ja nicht sie sind ja nicht verrückt. Ja. Also verrückt heißt quasi ich sage normal positiv bin ich. Ja, schön. Hört sich gut an, ne? Wir sind einfach geblieben und das behalte ich auch bei mir, diesem Kind, ne? Schön. Mit Gott habe ich wirklich wieder gelacht, ja. Ja, so wie sie häufig gemacht. Ja, wollte ich auf jeden Fall. Und eine Lachstimme. Ja, das Schöne ist immer, wenn man halt über diese natürliche Perspektive spricht. Also über, weil das hat sich ja alles gefunden. Das ist harmonisch, das stimmt, das macht Sinn. Und ich beneide alle hier, dass ihr euch 5 Jahre schon trifft und ich bin seit Sommer dabei. Ja, aber ich wollte jetzt, ich komme ja nicht aus der Ecke hier, aber ich werde mir jetzt eine Selbsthilfegruppe suchen, weil man sitzt ja auch in allen einem Boot und es ist eine schöne Truppe und einmal im Monat zu treffen und dann sich gegenseitig unterstützen und helfen, das werde ich auch tun. Habt ihr in Halle, ne? Schon was gesagt? Oder? Nee, ich komme aus Hecht, das war noch ganz nah an Münster. Gibt es ja bestimmt auch mit. Ja, Münster würde ich gucken, weil ich würde irgendwann nach Münster ziehen und dann. Bahndorf gibt es, glaube ich, auch. Nee, ich würde Münster ziehen. Also, ohne diese Technik oder reicht schon in Münster, habe ich dann alles dann auch vor Ort. Das ist besser, finde ich. Ja. Sie kriegen also mit, sind normal. Normal verrückt. Positiv. Ja, also der Körper passt sich immer nur an. Ne? Und woran? An das, was er so gewöhnlich macht. Das ist halt wichtig. Und wie passt er sich an? Also da muss man ja die Funktion im Körper mal kennen. Also für die einzelnen Strukturen da sind. Ne? Also man kann jetzt sagen Gewebe, ne? Also biologisch jetzt gesprochen. Bios ist Leben, Logos ist der Weg. Das nennt man dann so Gewebe. Ne? Also der Körper hat verschiedene Gewebssorten, so haben wir das mal definiert. Und die haben alle ihre einzelne Funktion, ihre ganz klare Daseinsberechtigung. Ja. Und die sind nicht, so ist der Körper, die sind nicht blöd, die sind aber auch nicht toll. Ja. Dieses emotionale Beurteilen des Gewebes, so funktioniert der Körper nicht. Also das ist hier oben im Kopf. Da, ja. Ja, wenn die Lymphen schwach sind, dann kann ich ja nicht, man kann ja auch gut denken, aber die sich nicht ändern. Ich kann es nur lindern. Ja. Mit Kompressionsstrümpfe, mit Lymphomat. Ja. Ja, also sie schwingen jetzt gerade hier oben wieder. Anzunehmen. Ich wollte gerne jetzt noch da drunter, so, ja, also in den Körper, so in den Körper irgendwie rein, ja. Ne? Weil der ist da nicht so. Aber das hat sich so gefunden, also der Körper ist logisch, ne? Das ist schön. Und prinzipiell, nehmen wir mal das Bein, um mal so ein bisschen jetzt an den Körper halt ranzukommen. Aber ich bin immer noch dabei, da haben Sie ja noch nicht so die Routine, ne? So, dass Sie versuchen, den Körper vom Kopf zu trennen. Ja? Das ist aber schwer. Ja, der ist auch zusammen. Also das ja, Ende tödlich. Also den Kopf mal aufzustellen. Ja. Ja, hier oben, den brauchen wir halt auch, weil wir müssen ja uns auch orientieren. Zum Beispiel, wenn man Hunger hat, muss man wissen, wo der Kühlschrank ist. Und das sehen wir aber nur hier oben, ne? Und deshalb ist ganz gut, dass der Kopf da drauf ist. Aber zwischen dieser Orientierung hier oben und dem Körper an sich, da ist diese Gefühlswelt. Ja, also so. Und da muss man dann erstmal durch. Ne? Und wie haben Sie das gemacht? Ja, wie habe ich das gemacht? Ja. Also ich habe es eigentlich ganz einfach gemacht. Ja, es gibt so. Ja, weil da lernt man so, Fuß ist die Natur der Körper. Also da kommt das ja Ik, das Technik, die Technik. Ja, also so die Kunst, das Handwerk. So hat man da kommt dieser Ausdruck Technik halt her. Also die Kunst, das Handwerk des Körpers, der Natur. Ja, also sich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn Natur eigentlich?
Was wirkt da auf meinen Körper von außen ein? Ja, aber Sie haben es ja, wie Sie gerade sagen, ja auch studiert. Für Sie sind manche Handlungen, Zusammenhänge viel leichter. Ich jetzt als Nicht-Studierte in dieser Richtung, ich bin auch nicht studiert. Aber Sie haben auch einen Körper. Ja, natürlich. Aber ich kann meinen Kopf und meine Gefühle nicht manchmal trennen. Also meine Gefühle machen so, mein Kopf macht so. Ja. Das muss ich jetzt. Meine Gefühle machen so, mein Kopf macht so. Also die trennen selbst zwischen dem Kopf und den Gefühlen. Ja, ja. Also bei meinem Kopf, ist manchmal dumm. Dann denke ich, bei meinen Gefühlen dann wieder was anderes. Du meinst wahrscheinlich Verstand und Gefühl. Ja, oder so. Das meine ich ja mit Verstand. Ja. Ja, im Kopf haben wir eigentlich nur ein Bewusstsein. Ne? Und dieses Bewusstsein hat folgende Funktion, also es ist eigentlich eine reine Funktion, eine Wirklichkeit zu erstellen, ne? Also von Wirkung. Ne? Also Wirkung zum Beispiel, wenn ich halt morgens zur Arbeit laufe und da kommt wieder ein Auto auf mich zu, blendet es. Ne? Oder so, man fällt hin, aua. Ne? So. Also so, ja, oder... Es reagiert auf das, was ja. Ich habe das Glück gehabt, ich bin auch im Dorf groß geworden, verstehen Sie? Ich bin nie hingefallen. Ich weiß noch, was Aua ist. Die Menschen von heute, wenn die Aua machen, dann brauchen die gleich einen Rettungswagen oder einen Anwalt. Ja, das stimmt, der kommt auch noch dazu. Ja, also das war ja im Krankenhaus in der Praktikum. Was? Ja, da manche kommen da braucht man noch nicht ins Krankenhaus. Für ja, ist Quatsch. Diese Notaufnahme, ne? Ja. Was da, was ja mit dem Leib mitgekriegt im Krankenhaus, da dachte ich auch, da kann man noch zum Hausarzt gehen. Oder passt da auf. Ja, das ist keine Dorfkinder. Das ist nämlich das Problem, weil evolutionär hat sich das Ganze wohl so entwickelt, dass der Kopf sich sogar jetzt vom Körper getrennt hat. Ne? Also ich frage halt immer, und wie geht's? Ja gut, und dann sage ich immer, ja warum gehen Sie dann vom Arzt? Ja, ja ich habe, und dann kommen die, dann sagen die halt, ich habe hier unten so Schmerzen in den Beinen, dann sage ich immer direkt nach, immer so pff. Das heißt, die Beine gehören nicht zu ihm. Doch. Ja, also so. Das ist, also funktionieren wir einfach. Ja, der Körper gehört aber dazu. Ja, das will ich mal sagen, ins Bewusstsein. Jederzeit, hier und jetzt. Ja. Und der Mensch von heute in dieser Gesellschaft, der hat das getrennt. Ja. Der sitzt am Schreibtisch und existiert. Ich finde das gerade ziemlich überraschend, weil meine Tochter, die ist so toppelig, ne? Die ist so toll. Dann sage ich mal so, hier und jetzt sein und jetzt. Ja. Wirksam ist man nur jetzt. Ja, ja. Ne? Richtig. Anders geht's nicht. Ich habe ja gemeint, der Kopf hat nur folgendes Prinzip. Der hat immer ein sogenanntes Vorbild. Der macht sich ein Bild von der Umwelt. Ne? So. Manche, die fragen sich halt auch. Ne? Die bauen riesige Geräte, so James-Webb-Teleskope oder sowas abgelegt. Oder in CERN steht so ein riesiger Teilchenbeschleuniger, um das Kleinste wahrzunehmen, um mit dem James-Webb das Größte wahrzunehmen. Verstehen Sie, der Mensch tendiert immer dazu, seine Umgebung irgendwie wahrnehmen zu wollen. Also er macht sich ein Bild von der Umgebung. Aber das ist nur hier. So. Und dann macht er Folgendes, der macht dann ein sogenanntes Vorbild, ja? Also gleich. Und damit gleicht er das Ganze halt ab. Und die Gesellschaft hatte wohl Folgendes halt verursacht, das ist wohl so ein evolutionärer Schritt, dass wir alle entkörpert sind. Ne? Also keiner muss mehr körperlich, weil der hat ja Schreibtisch, ein Auto oder so weiter und so fort. Und die Bewegung ist das Wesentliche, um nochmal auf die Frage zu kommen, was haben Sie gemacht, jetzt spreche ich mal von mir in dritter Position, Person, was haben Sie denn gemacht, um da irgendwie ranzukommen? Also an Ihren Körper bewusst, ja, physisch. Ja, ich habe mich einfach nur bewegt. Ne? So. Das ist alles. Ich habe mein Auto weggegeben, ne? Und laufe überall hin. Sollen Sie nicht. Das ist auch abgedreht. Das ist verrückt. Nein, ich weiß auch, was Sie machen. Ja? Und dann merken Sie es plötzlich. Also zum Beispiel, wenn Sie morgens aus der Haustür laufen, habe ich alles dabei. Das passiert Ihnen zweimal oder dreimal, dass Sie irgendwas vergessen. Dann werden Sie es nicht wieder vergessen. Ja? Und Sie wissen halt auch mal, wo die Sachen dann sind im Rucksack. Da fängt das Ganze so hart an. Und Sie werden auch mitbekommen, was es bedeutet, wenn es mal regnet. Oder ist mir auch schon passiert, letzten Winter, ich vermisse es diesen, ja, ich kann nicht sagen Winter, weil es ist ja kein Winter, was wir derzeit haben. Aber letztes Jahr war es doch so, ich laufe aus der Haustür und es ist glatt. Boom.
Und ich liege so auf der Straße um 6:30, alles dunkel. Denken wir so, ist kalt, lauf weiter. Ja, dann kriegt man das halt mit. Ne? Und ich mache das aber schon seit ein paar Jahren, dass ich also nur laufe, das ist alles. Und dann spüren sie ihren Körper anfänglich. Ne? Anfänglich dann sagen sie, oh, ist das anstrengend und so, und da tut ja was weh und so. Aber der Körper passt sich dann an. Also wenn sie zum Beispiel sagen, ich möchte mal laufen können, so, also wenn man das überhaupt als Können bezeichnet, oder ich möchte mal, um so ein Ziel zu sagen, ich will mal Marathon laufen, dann müssen sie nur laufen. Mehr nicht? Ja, so einfach ist es. Dann passt der, doch, es ist so einfach. Nein. Doch, sie haben momentan nur keinen Körper dafür. Ja, so ein Mist. Genau, deswegen wird sich. Ja, sie gehen von einer anderen Ausgangsposition aus. Deshalb haben sie erstmal vor sich viel Arbeit. Arbeit ist definiert als Kraft mal Strecke, so ein Mist. Kraft, da steckt Kraft. Ja. Dynamis die Kraft. Und wir haben in dieser Gesellschaft ganz viel, was uns Kraft abnimmt. Ja, also so. Gerade was die Bewegung angeht. Und wenn man das dann aber nutzt, na, weil man hat ja gar keine Zeit, ich brauche den Wagen. Ich kann heute gar nicht, weil ich habe ja den Wagen gar nicht. Wenn man das dann. Ja. Das wäre aber auch gegengelaufen. Ja, weiß ich nicht. Weil ich brauche ja schon eine gewisse Zeit, dann müssen die warten. Ne? Ja, das ist auch Zeit. Das muss da funktionieren mit dem überall hinlaufen, ja. Aber im Dorf oder im ländlichen Kreis funktioniert. Ja, zum Beispiel, ich kann sagen, Herr Laschke kennt mich ja. Ich habe meinen Anwalt, jeder hat heute einen Anwalt, also Sie wahrscheinlich nicht, aber wenn Sie ein Unternehmen haben, haben Sie einen Anwalt. Und mein Anwalt war so irritiert, weil ich in Laufklamotten in Osterbrück in seiner Anwaltskanzlei stand. Und dann sagte er so, was tragen Sie denn? Da sage ich, ja, ich bin gerade hergekommen. Also ich laufe dann nach Osnabrück. Von Münster. Ja. Von Münster nach Osnabrück. Ja, der hat nicht unseren Körper, der hat einen Körper. Ja, gut. Ja, sie ohne. Oder ein Fahrrad. Aber kriegt dieser Ausdruck Hasberg eine ganz andere Dimension. Und sie ja so längerig, aber dann kennen sie das auch. Ne? Und das ist halt schön. Das fühlt sich dann schon an, ich habe was geschafft. Ja, also Bewegung, das ist halt wichtig. Ne? Und der Mensch bewegt sich auch viel, der macht halt viel. Aber nur im Kopf. Also nicht im Körper. Ja, aber wo ist denn da die Richtlinie, wo jemand sagen kann, ich mache jetzt viel oder wenig? Also wenn ich bei 14.000 Schritte am Tag bin, denke ich schon, ich habe viel gelaufen. Ja, das ist der Kopf, ne? Ja, klar. Ja, richtig. Ne, der Kopf, der braucht immer Zahlen. Ne? Warum braucht er Zahlen? Damit er sich orientieren kann. Ne? Also wie lange, so nennen Sie irgendwas, oder eine andere Dimension, wie heiß oder wie viel, ist noch genügend Kaffee da oder so? Ja, eine halbe Kanne. Nee, ich habe auch noch eine ganz. Ja. Ich habe auch noch Jetzt sein. Ja. Also möchte jemand anders noch einen Kaffee oder so? Ja, da stellen sich schon fast eine philosophische Frage. Ne? Ja, ich habe das immer Strecke, also ich habe mit dem Fahrrad früher gefahren bin zur Arbeit. Ja, schön. Ich habe immer gesagt, die wussten schon Bescheid, die Leute betreut haben. Ja, weil für mich war Strecke fahren und ich da hatte ich dann immer gehabt. Ne? So. Ja. Aber ich war dann motiviert, ich bin absolut im Fahrradrennen. Und ich glaube, wenn man mich, ich habe ja früher mal Rennrad, ich dünner war, hobbymäßig. Jetzt geht es nicht mehr über die Haltung, aber ich darf noch Fahrrad fahren und mein Fahrrad ist heilig. Ja. Ich würde ein neues Fahrrad vorziehen vom Auto, ich habe Führerschein. Mhm. Aber wenn es kein Auto wäre, ich würde ein neues Fahrrad vorziehen. Das Auto darf ich gar nicht haben. Das ist schön. Sie kennen es noch anders. Die Mitschüler zum Beispiel von meiner Tochter, die ist jetzt 16, die kennen das gar nicht mehr. Ne? Ja. Also die selbst waren Töchterchen, aber dann mache ich auch mal ganz kurz ein impulsives und sage dann zu ihr Nein. Weil ich kriege immer dann so WhatsApp oder sowas, Papa, kannst du nochmal PayPal freischalten, weil wir brauchen gerade einen Roller, es ist spät und so. Dann sage ich immer so Nein. Wissen Sie, wie ich Fahrrad gelernt habe? Ja. Meine Oma, die hat einen großen Bauernhof in Ostdeutschland. Und ich wollte unbedingt meinen größeren Geschwister mit der Jahre reden, ne? Und ich wollte mal Fahrrad fahren. Ich habe mir dann auf den Schuppen ein kleines Fahrrad genommen, weil ich war so vier oder nicht fünf oder sechs. Ohne Sattel, ein altes Fahrrad. Oh. Und bin zweimal hingefallen, drei, weil ich habe es mir selber beigebracht. Ja. Ich wollte unbedingt denen hinterher, weil die wollten ins Dorf reinfahren. Ja.
Wollten Sie ja nicht mitkommen? Ja. Wir haben groß geguckt, du kannst Fahrrad fahren. Ja, das ist ein Gottesgeschenk, ne? Dass wir den Willen haben, ne? Also dass man da nicht locker lässt. Das müssen wir auch unbedingt bei unseren Kindern wach halten. Die sind alle mittlerweile schon depressiv oder so, aber keiner beißt sich mehr durch. Keiner sagt so, schön, ja. Ja, machen Sie es. Das macht kein anderer. Ja, also der Körper passt sich immer nur an. Und dementsprechend nicht böse auf ihn sein. Ne? Auf den Körper. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ja manchmal leichter gesagt als getan. Ich bin ja auch manchmal so unzufrieden. Ich weiß, aus welche Richtung das kommt. Aber wo ich dann denke, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Du machst dies und das und jenes und kriegst ja wieder einen Tritt beim Arsch, im Arsch. Entschuldigung. Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Zum Beispiel jetzt mit meinem Bein. Ja. Ich glaube von mir, ich mache dies, ich mache das und habe jetzt wieder was dazu gekriegt. Wo ich dann denke, hä? Wie kann das jetzt sein? Ja. Du machst einen Fuß und kriegst dann wieder einen davor. Ja. Ja. Wo ich dann denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann bin ich doch sauer. Ja, der Anfang ist immer schwer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man erstmal hin. Ja, also das ist so. Aber dafür braucht man eine klare Orientierung. Und was auch ein Riesenthema ist, ist das Vertrauen in den eigenen Körper. Ne? Denn wenn man nicht mitbekommt, dass der sich verändert, ne? Jetzt, wir wollen ja immer jetzt, also dass der sich verändert, dann kann man natürlich auch kein Vertrauen aufbauen. Vertrauen kommt von Treue miteinander. Ne? Und wenn man aber mitbekommt, der verändert sich, dann ist es schön. Das hatte ich gehabt. Ich habe das Gefühl, dass ich alleine rede mit Ihnen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dann habe ich regelmäßig zur Lymphe bin ich dann gegangen und hatte gedacht, so, ich habe eigentlich das Gefühl, dass sich da nichts ändert. Und dann habe ich ja das Rezept für die Kompression nochmal und dann war ich zum Ausmessen da und dann, ups, 4 cm weg. So, und ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, da hat sich nichts geändert. Mhm. Na, wo ich dann denke, so, wie Sie es gerade schon sagen, einfach sich selber vertrauen und auf seinen Körper mit vertrauen und auch mehr drauf achten. Aber ich finde, das ist schon manchmal echt schwer in dem heutigen Fall. Ich denke, das kennt jeder. Man ist hier mit dem Kopf, da mit dem Kopf, man muss hier funktionieren, da funktionieren. Ich habe meinen Tagesablauf heute, wo ich dir denke, ja, okay, danke. Ja, das ist der Kopf. Ne? Und das Problem ist jetzt nicht Ihr Körper, um da nochmal anzusetzen. Also viele projizieren das in den Körper halt rein, wie gesagt, und sagen halt so, boah, ist also so negativ, denken Sie irgendwas. Also macht man sich mit diesen Gedanken sich ja theoretisch selber mit krank? Ja, ja. Also Ihre Welt beginnt oben nur im Kopf. Ja. Also man projiziert das in den Körper hinein. Das ist immer das Problem. Und dann hat man nämlich jetzt in dieser medizinischen Versorgung, was ich am Anfang gemeint habe, ne, also in dieser keiner hat Zeit, haben Sie dann das Prinzip auch vor sich, dass da jemand sitzt, also jetzt die Rolle Arzt oder Ärztin, und die differenziert dann so, definiert dann eine Krankheit und projiziert diese Krankheit, Projektere hinein in Sie und sagt dann quasi, du hast. Und dann sagt der Patient in diesem Rollenspiel, ich habe, also ich, der Körper, ne, der. Und das finde ich immer ganz schwierig, so als Arzt, dass man das Problem den Patienten in sich hinein projizieren lässt. Ich habe es ja gewusst, dieser Scheißkörper, das rede ich mal so auf dieser emotionalen Ebene. Ja, aber es ist falsch. Ne? Der Körper wie der Hund, der sagt, was denn? Ne? Und der Hund, der das haben sie gar nicht. Das ist so entstanden, das hat sich entwickelt, das wurde ihnen geschenkt. Ne? Also nur weil wir jetzt so im sozialen Sinne, einer will helfen, Rolle Arzt oder Ärztin, einer möchte geholfen werden, Rolle Patient, also dieses Theater, sage ich immer, aufgebaut ist, über diesen Begriff Krankheit und dieser Begriff Krankheit wird dann der Rolle oder dem Patienten zuteil. Das ist ungeschickt. Weil das ist quasi auf Appell am Kopf, dass der Kopf sich orientieren kann. Ah, ich habe ja, endlich sagt mir mal jemand, was ich habe.
Ja, das ist zwar schön, dieses Moment, das Momentum, aber, und jetzt sage ich auch mal aber, dieses Momentum sorgt jetzt dafür, dass sie etwas Schlechtes in ihren Körper projizieren. Das ist doch schon klar, das musst du irgendwie reinprojizieren. Ja. Also ich verstehe ihre Gedankengänge irgendwie nicht so richtig. Das merke ich. Ich komme auch nicht klar. Also da komme ich, dem kann ich nicht folgen. Entweder habe ich eine Krankheit, ja, oder wenn ich Krebs habe, dann habe ich entartete Zellen, die sind da. Die projiziere ich nicht rein oder lass mir die reinprojizieren, die sind da. Der kranke Körper hat ja schon vorhanden. Oder worauf sie hinaus wollen. Genau, sie haben mich nicht verstanden. Nee. Das ist der Punkt. Ja, ja, sie kriegen halt mit, dass zwischen dem, ja, dem Bewussten, dem Kognitiven und dem Körper, dass da die Gefühlswelt dazwischen ist. Und das heißt, wenn man jetzt ein Bewusstsein für den Körper entwickeln, was ja heute in der Gesellschaft überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also dieses Bewusstsein. Sozial, das ist das andere, das ist das soziale Bewusstsein. Das ist entscheidend. Also mein Kind muss auf den Geburtstag, dann beim Handball, dann muss ich noch, und ich brauche einen Beruf, sonst bin ich ja nichts wert. Also das heißt, das soziale Bewusstsein, das klappt wunderbar. Ja, also Sie sehen es ja, Handy und so. Aber das Physische, das ist gar nicht mehr da. Also wie gesagt, wie geht es Ihnen? Gut. Warum gehen Sie dann zum Arzt? Ja, ich habe immer hier am Bein. Das heißt, die Beine gehören nicht zu Ihnen? Doch. Wieso? Verstehen Sie? Das spielt gar keine Rolle mehr. Und um aber an dieses integre Denken zu kommen, dass der Körper zu Ihnen gehört, dass Sie da drin sind, müssen Sie leider durch diese Gefühlswelt durch. Verstehen Sie? Weil da drunter ist der Körper. Und der Körper zum Beispiel, der redet nicht mit Ihnen. Ja, sondern der macht einfach, wenn die Funktionalität kaputt geht, dann sagt der, aua! Ja, das habe ich sogar selbst bei Jugendlichen, so 14 bis 16-Jährigen, die sagen halt so, ah, ich habe immer so Beinschmerzen oder so, aber sonst okay. Dann denke ich mir, was? Du bist 14, du bist 16 und hast schon Beinschmerzen. Oder ich habe, das bemerken die auch neben Schmerz, so was die Morphologie von außen angeht, Wasser in den Beinen. Ja, ich habe immer so Ödem. Dann denke ich mir immer so als Dorfjunge, du bist 14 und hast schon Wasser in den Beinen. Das ist ja voll krass. Ja? So. Ja, mittlerweile ist ja schon normal. Ne? Also hast du auch Wasser in den Beinen? Ja, so. Ah ja, dann ist ja gut. Ja, das ist normal, ist aber nicht natürlich, um nochmal bei dieser Dialektik halt zu sagen. Da müssen die immer unterscheiden. Und wie gesagt, das sage ich immer dazu, das Schöne ist, dass der Mensch trotzdem immer noch dieses Natürliche in sich drin hat. Ja? Sonst würden Sie zum Beispiel jetzt nicht drauf eingehen. Sonst wären Sie heute Abend auch gar nicht hier, weil Sie sagen, was hat der denn eigentlich? So alles gut. So super duper. Ja, so. Das heißt also, dass das Empfinden für den Körper natürlich glücklicherweise noch da ist. Und damit gleicht er das auch ab. Ne? Und wenn Sie halt jetzt wissen wollen, warum ist das denn nicht natürlich, was ist denn da eigentlich los, dann müssen Sie sich bewusst mit Ihrem Körper mal auseinandersetzen. Ne? Da muss es hingehen. Und um das nochmal zu sagen, wie kommen Sie dahin? Sie gehen dann zum Arzt. Also Sie sagen dann, wo gibt es in dieser sozialen Welt eine Struktur, die mir hilft, zu erklären, was mit meinem Körper ist. Und dann geht man in die Praxis halt rein. Und das meinte ich halt aber. Und dieses Praxisgeschehen, diese medizinische Versorgung, die ist halt nicht wie bei Pippi, die sich auf die Liege legt und sagt so, ich wollte wissen, ob ich einen Schwung habe. Ja, kennen Sie noch das? Ja. Spunk. Selbst der Arzt sagt dann so, Spunk, was ist denn Spunk? Oder so. Sie hatte danach 10 Liter Medizin.
Ja, sehr gut. Eins. Ne? Muss man mal lesen. Weil diese Welt von Astrid Lindgren, die ist einfach, aber die ist komplex. Also da ist so, ne? Aber die ist nicht kompliziert. Ne? Und so geht Pippi halt auch durchs Leben. Aber heutzutage kommen sie ja nicht mehr zum Arzt, ohne dass sie eine App haben und den Roller und so. Also das ist dann, da müssen sie gut planen. Aber jetzt nochmal zu Ihren Kollegen zu kommen, ne? Wenn man jetzt 50, ja? Und wenn man dann so diese verschiedenen Ärzte kennenlernt, dann sind, Sie haben ja gerade gesagt, man muss ja auf seinen Körper hören, also ich höre immer auf meinen Körper und ich kann sehr gut einschätzen und weiß, was da los ist. Und wenn ich dann aber so ein, Entschuldigung, wenn ich dann so ein, das erklären, so ein einen Kollegen von Ihnen dann vor mir habe, der meint, er hätte Ahnung, hat aber keine Ahnung, ne? Und ich dann denke so, das habe ich mich heute gehabt zum Beispiel, da hatte ich einen Termin gehabt außer Haus, weil Sie ja sagten, gehen Sie mal, doch mal da und da hin. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, nee, mein Freund, wir beide werden uns nicht mehr wiedersehen. Ich werde dann mal woanders hingehen, ne? Weil ich gemerkt habe, dass er total inkompetent war. Und er meinte, er wäre der Schönste und der Beste und meinte, wir müssen mich belehren zu müssen. Und fragte, ob ich denn vom Fach wäre. Ich sage, warum? Ja, weil Sie mir jetzt ja ganz spezifisch hier sagen, was bei Ihnen los ist. Ich sage, ja, ich sage, weil mir das meine Therapeuten so gesagt haben. So, und das war schon zu viel gesagt. Ja. Dann gesagt, wie Fahrt hätte ich mir sparen können, ehrlich. Ja. Und dann habe ich gedacht, Mann, ich gebe ja da nicht auf. Ich sage mir, ja, der hat es ja nicht drauf. Da geht es ja woanders hin. Was hat denn der Kollege gelernt? Also der ist Orthopäde. Okay. Aber noch kurz vor der Rente. Ganz schön. Ganz schön. Hat seine Schäfchen im Trock. Ja, meine Schwester sagte, du hast noch lange keinen Termin gehabt. Nein, leider war der nicht da. Und ich musste dann bei dem alten Senior dann da rein. Und ja. Weil das war jetzt jemand, wo ich schnell einen Termin gekriegt habe. Mhm. Ja, und da habe ich gesagt, also ich habe so eine innere Stimme, sagte mir schon, brauchst du nicht hinfahren, bringt nichts und so war es auch. Der hat ja gesagt, es ist alles in Ordnung und ich sehe, ja, alles in Ordnung ist, warum sitze ich dann hier? Ja. Na, also, und die Osteopathen, die schieben ja nur, die machen ja nichts. Das war der Ausschlag, da hätte ich fast, da habe ich gesagt, so jetzt. Na, also ich halte von Osteopathie sehr viel. Na, aber ja. Hilft mir immer komischerweise. Absolut, die fassen sie sogar an. Ja, genau. Das die fassen mich an und die sehen mich ganzheitlich und die sehen nicht nur die eine Sache. Na? Ja, ja, richtig. Dann habe ich gedacht, adio, ich sage, alles klar. Dann war es dann für dieses Jahr und deswegen gehe ich nächstes Jahr nochmal mit einer Kollegin, die sich auf Füße spezialisiert hat. Ja. 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 So. Genau. Also. Aber ich habe mich doch geärgert. Ich bin da rausgegangen und kam mir vor wie so ein kleines Schulkind. Ne? Und ich dachte so, ey, jetzt bin ich jetzt nicht so ne? Ja. Ich habe mich den ganzen Vormittag darüber aufgeregt. Ne? Wirklich. Und ich dachte so, du blöder Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Ja, also, der sieht mich nicht mehr. Ja. Erfahrungsbericht. Aber Sie haben gerade was Schönes gesagt, ganzheitlich. Ja, das ist so. Also ich, na, weil ich sage, Sie sehen ja immer nur, dass ich sage jetzt, mir tut da was weh, ja. Aber dann, letztens habe ich zu meiner Physiotherapeutin gesagt, du, ich habe Schmerzen unten im Fuß. Ja, das kommt aber ganz woanders her. Ich sage, wie? Wir gehen jetzt mal weiter nach oben. Sagst du, wenn, dann machen wir jetzt hier keine halben Sachen. Und dann war der ausschlaggebende Punkt war oben und der hat dann unten ausgestrahlt und das hat alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Mhm. Die hat eine Handbewegung gemacht, hat dann wieder reingesetzt und war das Thema durch. Na, also, na, jeder andere hätte unten am Fuß geguckt und dachte, nee, ist oben das Problem. Ja. Ja, so war es auch. Ja, ist schön. Ne? Also, ja. Die, Sie kriegen ja mit, der Körper, das macht schon Sinn. Ja, also ich höre immer auf meinen Körper. Also, ich sage mir immer, ich merke, wenn da was nicht richtig ist, dann geht los. Ne? Weil ich sage so, ich spüre das jetzt, da ist was nicht richtig. Und ich komme dann auch ganz gut mit meinen Selbstheilungskräften meistens auch gut zurecht. Und versuche mal viel auf Tabletten zu verzichten. Ne? Ja. Also, aber manchmal funktioniert das auch nicht immer. Aber jetzt mittlerweile, doch, ich glaube, das ganz gut. Ja, ja. Es gibt glücklicherweise in diesen Strukturen auch Menschen, die den Körper systemisch halt betrachten. Ne, also, dass das Sinn macht. Komplex. Ja. Ärztlicherseits, weil das ist halt eine medizinische Versorgungsstruktur, die funktioniert nur mal nach wirtschaftlichen Aspekten, da läuft es halt wie immer, dass alles sehr spezialisierter wird. Also Sie finden jemanden, der macht das rechte Ohr, einer, der macht das linke Ohr, einer, der macht das Knie, einer und so weiter. So ist das bei Ärzten. Deshalb fragte ich gerade eben der Kollege. Also es wird immer gerne bei Ärzten so gesagt, Ihr Kollege. Und dann denke ich mir, was hat er denn gelernt? Also wofür ist er denn da? Das ist ganz wichtig. Ja? Zum Beispiel auch Gefäßmedizin. Gefäßmedizin gibt es so nicht. Sondern dahinter sind ganz viele unterschiedliche Disziplinen, auch an Weiterbildung, die bestimmte Interessen halt haben.
Ja, da gibt es halt einen Phlebologen, Lymphologen, nennen sie noch einen Analogen oder so. Und die haben alle unterschiedliche Dinge gelernt und betrachten zum Beispiel ihren Körper aus ganz unterschiedlichen Interessensgebieten auch heraus. Ich hatte damals auch eine schöne Begegnung mit ihrem Vorgänger, wo sie früher mal waren. Da hat er damals zu mir gesagt, wo ich reinkam, ich musste mich ja ausziehen, hat er meine Beine angeschaut und dann sagte er zu mir, ja, da haben wir ja drei Baustellen. Und ich sagte, was haben wir denn, habe ich gesagt. Ne? Und dann sagt er so, ja, sagt er, Lief und Lymphedem, Varizen. Und sagt er, Adipositas, Grad 3. Da habe ich ihn so angeguckt, da haben wir beide ein bisschen Pech gehabt in Corona, wa? Ey, sorry, ne? Also da habe ich gesagt, das ist ja ein. Und dann ist es wirklich hinter dem Mundschutz der Kinder. Was haben die gesagt? Ich sage, ja, wenn das gesagt, was Sie mir jetzt gerade präsentieren. Sie können mir als Fachmann jetzt nicht erzählen, dass ich zu dick bin, wenn Sie selber so Hunde auf den Rippen haben und haben da Bilder hängen und Süßigkeiten. Ja. Und ich sage, weiß ich doch selber, ich zu viel auf den Rippen habe. Deswegen bin ich jetzt einfach nicht hier, ne? Ja. Und er musste wieder so lachen. Und er sagte immer, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich sage, es tut mir leid, aber ich musste das in dem Moment raushauen. Ne? Ich ja, auch ich zusammen, weil es wäre ja schön, wenn dir sowas einfällt. Ich werde dann immer so sprachlos. Nein, weil ich finde das echt unverständlich. Ja, das ist so die Versorgung. Ne? Das heißt also, das Prinzip, um jetzt nochmal auf diesen Punkt herzukommen, das Prinzip ist immer, dass man dann eine sogenannte Diagnose formuliert, die ja durch und durch Gnosis, heißt das übersetzt, die Erkenntnis. Von der leitet sich dann eine gewisse Therapie halt ab. Also, und diese Erkenntnis, die projiziert man dann in den Patienten. Und was ich jetzt meinte aus Perspektive des Patienten, der sagt dann so, jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Also der projiziert dann gewissermaßen das Problem in sich. So, ne? Stempel. Aber der Körper, der passt sich immer nur an. Das ist alles. Der hat das Potenzial als Information in sich drin, auch anders zu werden. Und es geht auch anders. Wenn man dann halt die Voraussetzungen verändert, an die er sich halt angepasst hat. Ist das Tetris? Ich dachte, das war Tetris. Nein, ihr Spaß jetzt. Ich dachte, jetzt ist es ein Spiel. Nein. Das ist Diabetiker. Also, nein, sorry, das wusste ich nicht dabei. Alles gut. Alles gut. Entschuldigung. Das ist auch ein Handy. Nicht ganz. Doch, Sie haben es auch in der Hand. Ja, ja. Ja, also das ist ganz wichtig. Also wenn man jetzt halt fragt, wie soll ich jetzt meinen Körper bewerten? Ja, also ich gehe jetzt folgendermaßen vor, ich habe jetzt erklärt, so ist das Soziale. Jetzt gehen wir mal in Richtung Körper und dann müssen wir einfach durch diese Emotionalität halt durch. Ne? Nicht ungewöhnlich, dass man dann irgendwie mitschwingt in dem Ganzen. Der ist blöd, der ist kacke, alles blöd und so weiter und so fort. Ne? Nee, wie soll man jetzt von oben den Körper bewerten? Ja, eigentlich kann man den nicht bewerten, weil der ist einfach nur, der hat in sich eine Information. Die Muskelzelle zum Beispiel zum Bewegen, ja, die Fettzelle hat auch ihre Aufgabe, die Lymphe hat auch ihre Aufgabe, der Knochen hat seine Aufgabe, Knorpel und was es da so alles halt gibt. Ja. Und das hat sich evolutionär so gestaltet, ne, weil es sinnvoll war, dass man sowas so hat. Ja, so ist das. Und der Körper passt sich dann halt immer nur an. Und das Problem, was wir in der Medizin halt haben, Sie als Patientin oder ich würde dann als Patient das dann so bewerten. Also wie die Diagnose, ja, der hat es ja gewusst. Und dann projizieren Sie in dem auch die Kompetenz hinein, der hat das ja gelernt, der hat das ja studiert und was der alles. Ne? So. Der weiß das. Deshalb habe ich das. Und das ist fatal. Ne? Weil man ja gewissermaßen den Körper das ist ja nicht als gesund beschrieben, sondern als krank, dass man den Körper jetzt als krank bewertet. Ja, aber der Körper sagt ja, oder der Verstand sagt ja, wenn du merkst, also ich jetzt gemerkt habe, ich war ja bei demselben Arzt wie Sonja vorher, bevor ich bei ihm gekommen bin. Und wo ich zu Sonja gesagt habe, der hat sie nicht mal alle. Ich dachte, der hat mir irgendwas erzählt, aber der hat mir trotzdem nichts erzählt. Mhm. Der hat nicht gesagt, was ich jetzt machen soll oder sonst was. Sagen sie das und das. Und dann kam ich zu ihnen und sie zack, zack, zack. Und haben mir auch Sachen erklärt dazu, wo ich dann denke, ja, guck mal, das geht anders. Aber ich finde einfach, wir kommen zum einen Arzt, das gibt es viele, so wollen wir es vom Anfang. Wir kommen zum Arzt hin, so wie Sie sagen, der Arzt sagt das, wir haben das und glauben das. Aber ich finde so, ich kann jetzt von mir sagen, wie bei dem, irgendwas stimmt damit. Das ist, der erzählt mir was und ich hatte das Gefühl gehabt, das war nicht richtig. Mhm. Der Bauchgefühl.
Ne? Ja, das ist bei Ihnen halt, das gleiche habe ich noch gehört, wie das, das war ja vorher ganz woanders, aber da habe ich das Bauchgefühl und da bin ich richtig hier jetzt. Ja, ja. Und jetzt bin ich richtig. Hatte ich auch. Ja, lassen mich mal außen raus. Also, ja, um zu sagen, was könnte denn sein, dass Sie meinen, bei mir ist das anders? Ich habe eine andere Perspektive. Ich rede nur über Ihren Körper. Verstehen Sie? Ich rede nicht über diese medizinische Versorgungsperspektive. Also Sie haben ein Lipödem, Stadium 3, dann machen wir das und das so. Sondern ich spreche halt darüber, wie naturwissenschaftlich das sich entwickelt hat. Und ich habe einen großen Vorteil, ne, weil wir haben das Jahr 2023, neben Herrn Laschke, habe ich Geräte. Und die... Aber der Gerät ist besser. Habe ich Geräte? Vom 20. bis 6. Und der Vorteil bei den Geräten ist, die denken nicht. Ja? Die nehmen sie nur wahr. Das ist ganz wichtig. Ja? Das heißt also, wenn ich Ihnen dann so erkläre an dem Gerät, was das Einzelne darstellt bei dem Gerät, wie die so funktionieren, dann können Sie selber wahrnehmen, was ist sein. Verstehen Sie? Dieses Gerät macht nämlich Folgendes, das trennt Ihre Birne von Ihrem Körper. Ja, möchte ich das Gerät nicht kennenlernen. Ja, es gibt ja so Idioten, die machen das ja. Also ganz schrecklich. Aber das sollte man nie tun. Diese Geräte lassen natürlich den Kopf drauf. Na, so. Aber zumindest halt in ihrer Selbstwahrnehmung nehmen sie plötzlich Funktionen, also sie nehmen ihren Körper funktionell wahr. Ja? Sie sehen plötzlich, dass... Also viele finden das immer lustig, wenn ich dann zum Beispiel auf die Vene drücke. Also gerade Patienten, die gar keinen Zugang zu ihrem Körper mehr haben. Und ich erkläre denen einfach rot in die eine Richtung, blau in die andere Richtung und dann drücke ich auf die blaue und dann sagen die, huch, bewegt sich ja. Dann sage ich, ja, ich drücke ja hier drauf. Ja, so ist ihr Körper. Sie nehmen also zum ersten Mal von außen wahr, dass ihr Körper nur funktioniert. Mehr nicht. Also jetzt am Beispiel der Vene. Ich sage mal dazu Zahnpastatube. Ja. Wenn ich auf die Zahnpastatube, dann, huch, sehr lustig. So. Können Sie auch selber. Also Sie können auch selber Ultraschall und so. Ja, lustig. Das ist jetzt nur die Vene. Da sieht man die Bewegung schnell. Also da hat man so einen Effekt. Ja. Aber so ist das prinzipiell bei jedem Gewebe so. Auch beim Fettgewebe. Das funktioniert nur so. Ja, da müssen Sie jetzt nicht aktiv immer dran denken. Ja, das wäre auch nicht gut, weil Sie machen sich schon genügend Stress. Also auch dem Gewebe. Das Gewebe könnte so schön funktionieren, würden Sie Gott verdammt nochmal sich nicht immer stressen. Weil Stress ist ein Notzustand im Körper. Das ist nicht schön. Und wie soll der Körper denn gesund werden, wenn er immer nur Stress hat? Ja. Das heißt, wenn ich sämtlichen Stress beiseite schiebe, wird mein Körper wieder gesund? Dann haben Sie beste Voraussetzungen. Dann habe ich beste Voraussetzungen? Absolut. Ich würde ja, das sagen Sie nämlich, der Stress kommt gar nicht durch die Natur zustande. Ja? Also es gibt manchmal Situationen, die sind schon stressig. Also wenn, das ist aber ein natürlicher Stress. Zum Beispiel, oh, es hat kalt. Also jetzt sprechen wir mal so über Physis, was die Leute halt gar nicht mehr haben. Ja? Oder wo ist das anstrengend? Ich schwitze ja, wie ein Tier. So ist der Körper. Aber das haben wir völlig
Das meine ich, das ist dieser evolutionäre Schritt. Der Mensch schafft sich über seine eigenen Räume, zum Beispiel eine Kirche, wo man dann hingeht, jetzt nicht um jemanden zu operieren. Das machen sie in einem anderen Raum. Oder zum Beispiel, ich mache mir an meiner Badewanne immer so Kerzenlichter und einen Duft, weil das ist eine Oase, der hier kann ich entspannen. Ja, der Mensch schafft sich immer so Räume, verstehen Sie? So. Und dann gibt es halt zum Beispiel jemand, der ist clever, der schafft dann zum Beispiel, Herr Laschke, einen Arbeitsplatz. Das heißt, der Arbeitgeber gibt dem Arbeitnehmer dann einen Platz und Zeit. Und da ist er gewöhnlich. Und nie ja, das mache ich auch mal ganz gerne. Das heißt also, wenn ich dann, ich frage immer gerne, woran hat sich jetzt der Körper angepasst? Ja, das heißt also, wenn ich jemanden halt kennenlerne, so als Patient, jetzt nehme ich mal diese Rolle Patient, dann frage ich immer erstmal so an ihm vorbei. Also sind auch immer viele interessiert. Was interessiert Sie, was ich beruflich mache? Dann sage ich immer, ja. Aber wenn Sie Busfahrer sind, ja, dann haben Sie einen anderen Körper als jemand, der beruflich jetzt wieder gegen Österreich versagt hat. Ja, du Mist. Dabei bewegen die sich ja schon so viel und kriegen auch viel Geld, ja, so dass sie sich bewegen. Ja. Hab's aber immer noch nicht drauf. Also das heißt also, der Körper passt sich halt immer nur halt an. Und deshalb am Anfang muss man erstmal dran vorbeifragen. Und gewöhnlich ist es halt zumindest in Deutschland, dass man berufstätig ist. Ne? Und dann kriegt man nämlich gegen Geld, man kriegt ja immer Geld, das ist der Deal, einen Arbeitsplatz zugewiesen und eine gewisse Arbeitszeit. Und da ist man dann gewöhnlich. Der Körper. Der Kopf jetzt nicht unbedingt, weil er muss ja noch diese E-Mail checken. Dann um 10 Uhr habe ich dann den Termin, dann muss ich das dann für den organisieren, das Rezept. Dann kommt ja der und so weiter. Also es ist ganz viel Bewegung, ganz viel Lebendigkeit, irgendwie was Interessantes. Aber der Körper, der sitzt die ganze Zeit da. Ja. Und wenn der dann die Arbeitszeit vorbei ist, also so, ich weiß nicht, wann sie 16:30 oder so, yeah, jetzt geht's in die Freizeit. Ne? Also vorher war ja die Arbeitszeit, jetzt geht es in die Freizeit, dann geht der Körper erstmal in eine Bewegung, ja, aber die Bewegung besteht daraus, dass es auch wieder ein Platz ist auf 4 Rädern. Und damit fährt er dann nach Hause. Da muss er auch keine Kraft aufbringen. Ne? Das macht dann halt der Motor, so, also des Autos. Und wenn Sie dann zu Hause sind, dann gehen Sie rein und gehen dann erstmal essen oder so. Und dann sitzen Sie auch wieder. Und das ist gewöhnlich über Jahre hinweg, chronisch, chronos die Zeit, schon lang. Und dann passt sich der Körper dementsprechend halt an. Ne? Und wenn er halt die ganze Zeit nicht musste, jetzt rede ich mal aus physischer Sicht, also aus der Körper, dann kann er auch irgendwann nicht mehr. So, ne? Und deshalb, wenn Sie jetzt anfangen wollen, ich möchte jetzt auch mal Marathon laufen, dann haben Sie wahnsinnig viel erstmal zu tun. Das wird erreichen, aber da hat ja schon der Körper einen Strich. Ja, so ein Mist. Die Füße, ja. Ja. Da müssen Sie auch aufpassen, denn was kaputt ist, ist kaputt. Ich hoffe, das wird wieder besser, wenn das Gewicht runtergeht. Der Körper hat prinzipiell was Schönes auf den Weg bekommen als Wesen, nämlich die Regenerationsfähigkeit. Also das kann sich immer wieder erholen. Ne? Das macht dann aus dem Lateinischen unberührt. In den unberührten Zustand zurückversetzen, unberührt heißt immunes, das macht das Immunsystem. So wichtig ist das Immunsystem. Also das Immunsystem, also unberührt, ist nicht einfach so Viren, Schnupfen, Covid, Bakterien, Impfung, ja gut, Zink, Selen, habe ich auch schon mal gehört. Ja. So, nein, das ist alles, was Sie wieder in den unberührten Zustand, also Windows läuft nicht richtig, da gibt es doch immer noch, da ich in die alte Version, das ist das Immunsystem. Und das Problem, um da mal ganz kurz reinzuhören, ist, dass die Menschen heute energetisch alle super duper versorgt sind. Also sie können frühstücken, Mittag, Abendbrot, frühstücken, Mittag, Abendbrot, frühstücken, Mittag, Abendbrot, kriegen halt immer was. Ne? Aber informativ, ne? Also was da sonst noch ist, außer der puren Energie, die am Arbeitsplatz gut ist, weil dann geben sie gut Gas im Kopf,
ist halt die Information und die kostet nun mal Zeit. Evolutionär, Jahrmillionen. Ja, und Zeit ist heute Geld. Deshalb zum Beispiel die Nahrung, die ist energetisch super, aber informativ scheiße, um jetzt mal auf dieser emotionalen Ebene zu sprechen. Das heißt, die Menschen von heute sind energetisch überernährt, aber informativ unterernährt. Und das ist ein ganz Wesentliches. Ne? Weil wenn das dann nicht, da gibt es auch eine ganze Industrie, die Nahrungsergänzung. Die soll nämlich ergänzen, diese hochenergetische Nahrung mit Information, damit sie nicht ganz kaputt geht. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Körper, das ist nämlich das Problem, dass der Kopf viel Bewegung hat, ich komme gar nicht mehr hinterher, ich bin nur noch gestresst, wann soll ich das alles machen? Aber der Körper, der Hund sitzt immer die ganze Zeit daneben und sagt, was geht's denn los? Und wir haben folgendes Thema, also Herr Laschke und ich. Wir setzen uns auseinander mit dem, das was reingeht, das muss auch immer wieder raus. Ne? Und der Mensch hat folgendes Problem. Jetzt mal, ich versuche jetzt mal für den Körper zu sprechen. Wenn ich für den Körper sprechen müsste, dann würde ich nicht drehen. Der Körper hat so keinen. Nur Aua. Also weil der Körper hat keine Sprache. Verstehen Sie? So. Jetzt rede ich aber mal so von oben runter projiziert, wie der funktioniert, der Körper. Das, was reingeht, das muss auch immer wieder rauskommen. Und das, was der menschliche Körper für ein Problem in dieser Gesellschaft hat, ist nämlich, rein ist gar kein Thema. Weil wir haben eine Pumpe in der Brust, die drückt. Teilweise sogar mit hohem Druck. Ich habe hohen Blutdruck. Ein Planet, der zieht. Schwerkraft. Aber, jetzt kommt das Große, wenn ich auch mal ein Aber benutzen darf, wir haben dummerweise unten im Bein keine Pumpe, die das wieder hochdrückt. Es wäre so schön für den Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz ja selber von unten wieder hochdrückt. Ist aber nicht. Und dementsprechend ist halt so, wir sind ja nicht kreativ. Also wir sagen ja nicht so wie Vicky, ich hab's. Nein, sondern wir machen immer das Gleiche. Weil der Körper heutzutage, ist völlig normal, mehr drin hat als wieder raus. Ja? Und typischerweise unten, weil wir gehen tagsüber vertikal durchs Leben. Bei Nachtschwestern ist es danke, dass Sie das getan haben, über Jahre. Das ist nämlich völlig unnatürlich. Nachts schläft man. Sie hat aber zum Beispiel gesagt, ich schlafe nicht nachts, weil es gibt auch Menschen, da muss man sich auch nachts drum kümmern. Deshalb gehe ich dieses, ja wie soll ich sagen, gehe ich das ein, dass ich selber nicht schlafen kann, damit ich mich um die anderen kümmern kann. Das ist zum Beispiel Therapie. Danke. Therapeia dienen. Verstehen Sie? Der Arbeitgeber hat das gar nicht interessiert. Wer macht denn heute Nachtschicht? Ja, sie ist krank, sie ist im Urlaub. Ja, dann muss ich ja einspringen. Also, ja, das ist das Problem. Dass am Ende des Tages, jetzt rede ich mal über Nicht-Krankenschwester, dass dann unten mehr drin ist als, das heißt gestaut. Und das kriegt man so gar nicht mit, weil man ist ja hier oben ganz woanders. Nur wenn das jetzt chronisch, chronos die Zeit, wir sprechen hier über einen längeren Zeitraum, immer ein bisschen mehr, dann passt sich der Körper halt an. Das heißt also, alles ist mehr. Ne? Und was bedeutet das? Und das ist zum Beispiel Lymphe. Lymphe aus dem Lateinischen, das klare Wasser, das Quellwasser. Die sagen, weil Mediziner sind so stumpf, die sagen, ist das Wasser? Das ist nicht nur Wasser. Denn an die Zelle, und Sie sind ja gewissermaßen vom biologischen großer Zellhaufen, sage ich immer, wie ich auch, ja, kommt kein Blut. Blut ist immer ganz umwog. Das können Sie anfassen als Chirurg.
können sie rausreißen, abrechnen, machen manche hauptberuflich. Aber an die einzelne Zelle, das, was sie im Wesentlichen ausmacht, da kommt kein Blut dran, weil sonst wäre das ein ganz komplizierter Blutkreislauf, wenn jede einzelne Zelle da, nee, das hat sich die Natur natürlich viel cleverer überlegt, diesen Blutkreislauf rein, raus, und dann nimmt sich das Gewebe aus dem Blutkreislauf alles heraus, was es zum Leben braucht. Und diese letzte Strecke zwischen dieser Zelle, worum es geht, und diesem Blutkreislauf, wo alles drin ist, hat sich die Natur etwas ganz Typisches ausgesucht, was auch da draußen ist. Das wird ein Riesenthema jetzt in kommender Zeit, weil es wird nämlich wärmer, und das ist nämlich Wasser. Ja, da ist alles drin. Wasser ist ein super duper Stoff in der Natur. Da kriegen sie alles drin gelöst. Da kriegen sie mit Temperatur, sie haben es ja auch im Heizungskörper, da kriegen sie die Temperatur mit transportiert. Ganz viele Vorteile. Und so hat es natürlich auch ihr Körper getan. Und dementsprechend, um jetzt diese Brücke zu schließen, ist alles, was die Zelle braucht, zu viel drin. Das ist krass. Das ist nicht nur einfach so. Und das Problem, was wir auch in der Medizin halt haben, nehmen alles, was ist denn alles? Ganzheitlich. Alles. Bernsteinkette. Alles. Ja, alles. Was ist denn alles? Ja, ist das auch dummerweise noch so klein, so fein, dass wir das gar nicht sehen können? Ne? So klein wie Zellen. Selbst im Ultraschall, typisches Gerät, da kriegen Sie das nicht so aufgelöst. Da brauchen Sie so ein spezielles Gerät. Das ist zum Beispiel, haben Sie wahrscheinlich mal gehört, die Scintigraphie. Die kann das. Mann, bin ich glücklich. Weil sonst würde ich immer reden und alle würden sagen, was haben Sie denn? Worüber reden Sie denn? Irgendwie, ne? Und so ist auch der Patient. Der geht dann halt zum Arzt und sagt dann, und der Arzt sagt dann so, nö, ist nichts. Was haben Sie denn? Und dann auch ganz schwierig, viele Ärzte sagen dann zum Beispiel, die hat ja eine Frau, hat eine Klatsche. Richtig. Psyche. Ne? So. Und dann sitzen sie da und sagen, doch, da ist was. Und dann sagen die sowas wie Fibromyalgie, ne? Fibros die Sehne, Myos der Muskel, Algos der Schmerz. Und dann wenn sie sich dieses Theaters bewusst wären, dann würden sie sagen, ja Schmerz, danke, das hätte ich mir auch selber sagen können, das merke ich auch selber. Aber warum? Verstehen Sie? Und da müssen Sie dann gewissermaßen jetzt sich mit Systemen auseinandersetzen, die Sie so im Alltag nicht sehen. Und da bin ich zum Beispiel glücklich, dass ich so ein Verfahren habe, auch so Ärzte, die sich um diese Geräte kümmern, die bedienen können, die so klein, so fein auflösen wie Zellen. Weil dann können Sie nämlich als Patient wieder von außen an einem Gerät, was nicht denkt, wahrnehmen, oh, da funktioniert was nicht. Verstehen Sie? Und dann sage ich immer auch dabei, weil man fängt dann immer an zu schwingen, so Sorge und so. Nein, jetzt nicht besorgt sein. Ja, so. Sondern sich dafür interessieren. Warum ist das denn so? Also erste Frage, warum habe ich dieses System überhaupt geschenkt bekommen? Warum hat die Natur sich das so überlegt? Was funktioniert da nicht? Und was kann ich dafür tun, damit es wieder funktioniert? Das ist ganz wichtig. Ne? Weil dann passt sich nämlich der Körper wieder nur an. Das braucht ein bisschen Zeit, so, ja. Aber es geht nicht anders, weil die Information da drin ist nun mal so. Die passt sich an, die Wunde heilt. Verstehen Sie? Aber das ist zum einen die Perspektive, weil der Arzt sagt, du bist krank, oder er kann nichts finden, weil die Geräte nicht auflösen. Wird auch gerne benutzt. Mach du beim nächsten Mal die. Ja? Und keine Zeit. Wäre das alles anders, würden wir uns heute Abend hier gar nicht kennenlernen. Ja? Und so müssen Sie erstmal da rangehen. Sie müssen sich also erstmal vertrauen, dass da was nicht ist. Der sensitivste Part, muss ich auch immer sagen, im gesamten Universum, also Uni und um Sie herum, sind nur Sie. Es gibt kein Gerät auf dieser Welt, was so sensitiv Sie wahrnimmt wie Sie selbst. Und wenn Sie halt sagen, da stimmt was nicht, dann stimmt da wirklich was nicht. Ja.
Und dann würde ich es mir wünschen, dass man auf der anderen Seite einen Therapeia-Part hätte, der das auch erstmal sich die Zeit nimmt und das ernst nimmt. Und sich dann einen überlegt, ein Gerät nicht anfasst und sagt so, jetzt nicht Kaffeekanne, sondern Lipödem. Stadium 3. Ich mache Ihnen einen Termin, wann haben Sie denn Zeit? Zur Liposuktion. Sondern das war erstmal ein Gerät, was sie wahrnimmt, also sensitiv. Und da ist diese Lymph-Sinti so wichtig. Da muss ich auch mal Werbung für machen. Eine Sinti ist so radioaktiv, so, das ist schon wieder so abgedreht, das reibt man dann so als Mediziner auch gar nicht. Zerfallsprozesse oder so. Aber das ist wirklich so, glauben Sie mir, es haben sich Leute Mühe gegeben, dieses Verfahren so zu standardisieren, dass man daraus eine Aussage hat. Wir haben gerade die Aussagekraft der Sintigraphie ist aktuell gegeben dadurch, dass man sagt, qualitativ, ja, es ist so. Also theoretisch so über Jahren war eigentlich was vom Pferd entwickelt. Also er sagt, du bist krank, du musst das und das, oder sie müssen das und das machen. Und nehmen Sie die Pille, nächste Woche Ihre Frage, bitte. Ach so, die Frage. Ich hatte das Gefühl, jetzt zu sagen, ja, wenn wir mehr auf uns gucken. Ja. Und das auch wirklich wahrnehmen. Ja. Heißt es ja so richtig, wenn wir jetzt zum Arzt gehen, weiß ja gut, bei welchem Arzt jetzt, und der sagt, ach, Sie haben das, nehmen Sie die Pille, geht es besser. Dann wird ja theoretisch durch den Arzt die Wahrnehmung weggenommen, weil viele von uns auch eigentlich dem Arzt vertrauen, das, was er uns sagt. Die Wahrnehmung weggenommen, also das... So habe ich gerade das Gefühl gehabt, Sie erzählen uns, und ich verstehe schon das, was Sie meinen, aber ich habe so das Gefühl, dass wenn ich jetzt zum Arzt gehe, wo ich selber sage, hier stimmt gerade was nicht, aber der Arzt sagt, sie müssen, sonst dies, das, Ananas. Dann habe ich ja das Gefühl jetzt, durch das Gespräch mit Ihnen, dass mir eigentlich vom Arzt was erzählt wird, ob dieses eigene Gefühl theoretisch mit ausgeschaltet wird. Ja, bei Kindern ist das immer schön, die fragen dann erstmal immer, warum ist das so? Und wird das man heutzutage immer ein Warum beantwortet? Ja, ich sage ganz klar nein, weil wir fragen immer, wie. Also wie soll ich das machen? Also deshalb haben wir immer auch so viele Delivery Heroes, aber keiner mehr, der die Pizza machen kann. Wie macht man das? Ja, du nimmst diese App, du scannst das und dann bringst du das dann dorthin, wo es das steht und so und gibst das dann an der Tür halt ab. Und dann lässt sie ihn nochmal unterschreiben, dass er auch wirklich das angenommen hat. Ah gut, los geht's. Ja, aber zum Beispiel, warum soll ich das denn nur machen? Also ist ja völlig bekloppt. Also so, das fragt ja keiner mehr. Das sind halt diese sozialen Strukturen, die sich gefunden haben, die jetzt leider auch dafür sorgen, dass der Einzelne dann auch ersetzt werden kann. Der fragt sich dann zum Beispiel, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Ja, sowas zum Beispiel. Denn dieses Warum, da muss ich immer Werbung für machen. Das Warum erfordert nämlich Folgendes, dass man dann immer einen Schritt zurück macht, man nennt sowas eine andere Theorieebene, um dann zu gucken, wie die Zusammenhänge sind. Und leider aufgrund des Zeitdrucks und weil die Medizin ja so, dieses Theater ist ja in sich perfekt gestylt. Also das ist das Drehbuch ist hervorragend. Selbst die Ärzte sind perfekt ausgebildet worden, damit sie dann eingebildet sind. Ja, ich weiß, dass Sie dann mal lachen, aber versuchen Sie mal die Emotionale weg. Also sehen Sie mal das Bild aus und dann auf der gegenüberliegenden konkav, konvex ein, damit derjenige eingebildet ist in dieser Struktur. Und das gibt es halt auch bei vielen Ärzten, die haben immer fleißig immer gesagt, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das? Und dann mache ich das so, und dann mache ich das so, und dann mache ich das so. Und dann hat derjenige, der ihn unter sich hatte, mitbekommen, der macht das zuverlässig, immer so, richtig schön, der kann dann später mich ersetzen. Weil der macht das ja immer alle richtig. Also weil er immer wie. Richtig. Sie im Kopf, aber nicht der Körper. Der passt sich dann an. Und dann, Sie müssen dann also fragen, um nochmal auf Ihren Punkt jetzt zu sprechen können, Sie müssen den Arzt fragen. Habe ich nicht verstanden. Warum ist das denn so?
Und dann gibt es halt leider, weil viele Strukturen sind einfach so festgefahren, wie Sie gerade gesagt haben, funktionieren oder so, da gibt es halt so Ärzte, die kommen dann auch auf diese emotionale Ebene und sagen dann so, ja warum? Wir stellen auch Fragen. Genau. Dann gibt es einfach nur das Gefühl, auch der will wieder seine Taschen voll kriegen. Ja. Und dann werde ich Ihnen die Antwort nennen. Fettverteilung, Störung, keiner weiß genaueres. Es ist ja auch angeboren, Ihre Mutter hatte es ja auch. Genau. Sie kennen es. Sehen Sie? Klappt super. Der nächste, bitte. Ja, dann kommt halt die Unsicherheit damit dazu. Ja, weil Sie wissen ja gar nicht, warum. Richtig. Und, jetzt mache ich Ihnen einen Vorwurf, Sie haben ja auch nicht gefragt. Nö, weil das ist ja wie so ein Hammer im Kopf, so dies, das. Und dann, ich glaube, davon gehen manche Ärzte jetzt auch von aus. Wir legen jetzt da was auf den Tisch, hoffentlich gibt es keine weiteren Antworten. Ja, genau. Richtig. Der nächste, bitte. Der nächste. Das heißt, bevor Sie überhaupt in dem Zimmer waren, wusste er genau, was Sie haben. Ist aber langweilig. Also würde ich das jetzt immer so machen, also wäre ich jetzt bei meinem alten Unternehmen geblieben, weiß ich nicht. Langweilig. Ja, dann wäre ich auch traurig geworden. Dann wäre ich wahrscheinlich auch böse geworden. Gehen Sie. Will Sie nie wieder sehen. Dann gehen Sie halt zu dem. Verstehen Sie so? Will ich aber nicht. Weil ich weiß halt, wenn Sie die andere Perspektive halt haben, dass eigentlich die Information in Ihrem Körper drin ist, dann ist es schön. Also mein Traum ist dann irgendwann, dass der Patient dann sagt, ich brauche sie nicht mehr. Aber wenn wir doch dann irgendwann da ankommen, ja. Wenn wir doch dann irgendwann da ankommen, dass das vielleicht doch hingeklatscht wird, weil wirklich etwas Körperliches vorliegt. Kann ich das, auch wenn ich noch so viel... Entschuldigung, ja, ich bin gerade... Wollen Sie das Mikrofon? Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Ich schreibe Sie jetzt einfach an. Wenn wir da ankommen, dass der Körper nun mal doch irgendwas daneben gebaut hat und ich noch so viel mit meinen 13 Jahren zum Beispiel jeden Tag auf dem Pferd gesessen, geritten und was weiß ich was habe und mich wirklich sportlich sehr viel bewegt habe und trotzdem mit 13 Jahren schon Krampfadern hatte. Ja. Da kann ich noch so viel in mich reinhören. Was tue ich denn dran? Was ist das? Ich kann nicht darauf warten, dass der Körper von alleine sagt, ja, dann machen wir die jetzt wieder weg. Nö. Und nach über 30 Jahren sind die auch nicht schöner geworden. Ja. Trotz allem und so weiter. Ja. Das ist doch dann, warum haben Sie denn Krampfadern? Das weiß ich nicht. Ja, das ist aber wieso hatte ich es denn schon mit 13 die erst? Trotz viel Sport und Bewegung. Ja, müssen Sie fragen, warum Sie bekommen haben. Hm. Das hat einen Grund. Ja. Das ist eher so, glauben Sie mir, in der Natur ist nichts ohne Grund. Also wenn Sie da nicht keine Daseinsberechtigung haben, dann überleben Sie nicht. Sehe ich alles ein. Der Moment, in dem ich zu einem Arzt gegangen bin und dann dieses klassische, da ich dann zu dem Zeitpunkt auch deutlich dicker war als jetzt, was wir eben gerade schon gehört haben, was dann alles erstmal um die Ohren gehauen wird, dazu führte, dass ich heulend aus diesem tollen Gefäßzentrum rausgegangen bin und gesagt habe, warum gehe ich überhaupt hin? Das weiß ich alles schon. Ich dachte, hier hilft mir jemand. Ja. Habe ich aufgegeben. Warum sollte ich weitermachen? Dann habe ich mich um meine bariatrische OP gekümmert. Ja. Weil ich wusste, so wie es zu dem Zeitpunkt war, ist es nicht richtig. Die Beine sind immer noch nicht richtig. Ja. Und da gehe ich nie wieder hin. Gehe ich nochmal los, wo ich sowieso am liebsten nie zum Arzt gehe? Ja. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber was hilft mir? Stellen Sie bitte Ihre Frage. Machen denn meine Beine wieder in Ordnung? Keine Ahnung. Das ist ja ganz einfach so. Weil ja gerade bei Ihnen halt auch so wundern, so emotional, oder auch Sie, Frau Koll, ist ja immer gesagt, das ist unmöglich und so weiter. Und dann mache ich immer, weil ich möchte ja gerne Informationen überbringen, insofern hat das Mikro auch eine Funktion, stellen Sie bitte Ihre Frage. Ja, aber wie kann ich es ändern? Ich lasse mich nicht nochmal so dumm behandeln. Irgendwann ist genug. Ja, ich weiß, das ist emotional, aber... Da musst du einfach mal... Stellen Sie bitte Ihre Frage. Genau, da musst du einfach mal jetzt dann mutig sein und einfach mal nochmal dir eine zweite Meinung holen. Und dann warum? Dass das besser wird. Warum? Also das wäre ein Fragewort. Also haben wir früher eine W-Wörter. Also warum? Das ist Ihre Frage. Also jetzt könnten Sie fragen, warum habe ich denn überhaupt Krampfadern? Dann können wir uns gerne über Krampfadern unterhalten. Na, also wie gerade eben, weil wir dürfen jetzt die Krankheitsbilder auch nicht alle so mixen, sondern ich bin in einer Abstraktionsebene, wo ich erstmal sagen möchte, es gibt zwei Perspektiven. Es gibt die vom Arzt, wo Sie auch gerade emotional sind, und es gibt halt die von der Natur, die schön ist, weil alles stimmt. Aber
ich möchte ja gerne, von, also mal davon ab, dass ich auf meinen Körper höre. Und wenn ich merke, stimmt was nicht, gehe ich los und verbessere. Um meinen Körper zu unterstützen, dass es ihm wieder besser geht. Das ist zumindest der erste Teil, den ich heute Abend mitnehme. Aber der zweite Teil, den ich mitnehmen möchte, ist, Sie sind doch einer von den Menschen, zu denen man geht. Sie sagen doch, aber nicht, wenn ich vor Ihnen stehe und sage, das und das und das sind meine Probleme. Glauben Sie an Ihre Selbstheilung, sondern Sie sagen dann, das machen wir als nächstes, oder? Oder nicht? Also Sie haben doch dann auch eine Diagnose. Ich helfe Ihnen mal. Passen Sie mal auf. Ja. Ich helfe Ihnen mal, dass Sie Ihre Gedanken mal sortieren. Bitte. Das erste ist erstmal, warum? Warum habe ich das? Also ich projiziere mich mal jetzt in Sie halt hinein. Das finde ich aber nicht gut. Teilweise sogar nicht gut empfehlen, sondern auch Schmerz. Es tut weh. Also irgendwie der Körper meldet sich und sagt so, hallo, hallo. So, ist also nicht gut. Ja? So, dann wäre die erste Frage so, was ist da los? Zweite Frage, warum ist das denn so? Und dritte Frage, was kann ich denn machen, damit das weggeht? Das wären so die Fragen. Und deshalb folgendermaßen, ich mache mir die Welt dann immer relativ einfach, so wie Pippi. Ich beantworte die Fragen dann nicht selbst, so quasi, stellen Sie sich mal vor. Lipödem, keiner weiß genaueres, aber genetisch. Störung, also, da gehöre ich nicht dazu. Verstehen Sie? So? Ne? Weil Sie sagen immer, ja, wo kann ich denn jetzt ansetzen? Im Verständnis oder so, Sie werden nichts finden. Ja? Weil da ist nichts hinter. Sondern ich nehme mir ein Gerät, ja? Das muss ich noch selber ranziehen, weil das kommt nicht. Ja? Und das Ding nicht. Und dann mache ich dann so Ding und dann erkläre ich Ihnen, was auf dem Gerät zu sehen ist. Und dann sehen Sie dann plötzlich so, okay. Verstehen Sie? Das ist der Vorteil bei diesen Geräten, die wir heutzutage haben. Und wenn es halt um Fettgewebe geht, da ist immer sehr entscheidend, wie dieses Lymph. Ne? Und deshalb gucken wir uns immer erstmal nur mit so einem Gerät, was das kann, das Lymph an. Und dann mache ich immer Folgendes, jetzt gucke ich auf Sie, was hat Lymph jetzt eigentlich mit Fett zu tun? Das ist auch immer so ein riesiges Thema. Also um diese Sprache zu, was hat das Lipos mit dem Lymphe zu tun? Das ist auch ein Riesenthema. Keiner weiß genau was. Ja? Aber glauben Sie mir, die Natur, die hat sich das genau überlegt. Da ist genau klar, was Lymph und was Lipos hat ist. Das ist kein Zufall. Ja? Interessiert Sie das? Also wie der Zusammenhang da ist? Ja. Alles, was im Rahmen des Lebens möglich ist. Richtig, Sie sind intensiv dabei. Aber irgendwie haben Sie noch nicht so die Information. Ja, also in hinein die Formation, die Form. Ich sage es andersrum. Muss ich denn jetzt bis ins kleinste Detail so gut Bescheid wissen, wie das Zusammenspiel? Es gab mal einen guten Physiker. Mhm. Also richtig super duper Typ, ja. Das war halt voll schon tot. Ich habe den nie kennengelernt. Richard Feynman heißt er. Mhm. Ja. Und Richard Feynman war ein ganz stumpfer Typ. Deshalb war der auch so gut. Ne? Weil die Welt war für ihn einfach. Der konnte sehr komplex denken, was viele nicht können. Wo die sagen, boah, dass du da drauf gekommen bist. Ne? So, das war für den einfach greifbar im Kopf. Und deshalb war die Welt so einfach. Und der hat Folgendes nämlich gesagt. Wenn du Physik keinem erklären kannst, dann ist es auch keine Physik. Mehr. Ja. Und so ist das auch mit der Medizin, weil der Körper ist nämlich Physik. Ja? Wenn du Medizin keinem erklären kannst, dann ist es auch keine Medizin. Das heißt, Sie müssen das verstehen. Ich habe Kinder am Ultraschall der Eltern, ne? Weil die sagen auch mal, was kann ich denn machen jetzt so, wenn meine Mama da liegt, ob die jetzt eine Thrombose hat oder so. Die Kinder, die laufen dann immer rum. Ja, aber die sind da immer interessiert an diesen Geräten und da läuft irgendwas. Mama macht da irgendwas oder der Papa macht irgendwas mit dem Arzt. Und dann sage ich mal, komm mal her. Und dann gucken wir mal auf den Bildschirm und dann erkläre ich immer Rot und Blau und dass Farbe nur Bewegung ist
und das Rot in die eine Richtung, Blau, und sie wundern sich. Da haben sie ja teilweise ein sechsjähriges irgendwas und das kann Ultraschall. Ne? Schön. Weil das kann jeder auch verstehen. Ja, ich verstehe auch Ultraschall. Ich habe sogar ein Kind gekriegt. Sie glauben nicht, wie viel Ultraschall man da sieht. Ja, aufweise, sogar für zwei. Aber was Sie noch nicht verstanden haben, so habe ich das wahrgenommen, weil Sie noch auf dieser emotionalen Ebene sind, also auf dieser intensiven Ebene. So. Warum Lymphe, warum Lipos und wie hängt das zusammen? Das haben Sie noch nicht verstanden. Teilweise ist da sogar noch eine dritte Komponente, die nicht so schön ist, Schmerz. Ja, kann ich gerne tun. Deshalb bin ich heute erst hier. Aber ich möchte Ihnen erstmal so allgemeine Dinge erklären, nämlich diese beiden Perspektiven, wenn Sie Zeit haben. Die ärztliche Perspektive und wo wir gerade halt über Ärzte und so gesprochen, alle waren so irgendwie emotional. Haben Sie das mitbekommen? Es gab keinen, der so gesagt hat, oder dann hätte er auch nicht das Bedürfnis, darüber zu sprechen, wenn das alles so gut wäre. Naja. Also die medizinische Versorgung scheint wohl typischerweise ein sehr emotionales Wesen zu sein. Aber die zweite Perspektive, die naturwissenschaftliche Perspektive, die ist schön, die hat sie nämlich gefunden. Der ist ein ganz klarer Grund hin. Also wie Richard Feynman gesagt hat in der Vermittlung, wenn man das nicht erklären kann, dann ist es auch nicht so. Ja? Und Lipödem, nehmen wir mal den Begriff, das mache ich mal ganz gerne, Lipödem, sagt man ja so. Lipödem Stadium 3 oder sowas. Ne? Was ist das eigentlich? Frage ich Sie mal, was ist ein Lipödem? Dass ich darüber gelesen habe, irgendwie eine Fettverteilungsstörung. Und also ich kenne mich nicht aus, ich glaube auch nicht, dass ich das habe, aber dann ist zum Beispiel an den Beinen und an den Armen überproportional viel Fett, hier aber eigentlich gar nicht so und ja, verteilt sich falsch im Körper. Aber viel mehr weiß ich da auch nicht. Ja, wissen Sie es? Also gut. Also aber Sie hätten jetzt aber ein interessanter Aspekt ist, dass dieses Lipödem ja angeblich nicht durch Abnahmen reduziert werden kann, was aber nach der Diagnose in dem Zentrum ein Stadium 3 mit was weiß ich was gewesen sein soll, plötzlich zum Großteil verschwunden ist nach der bariatrischen OP. Erklärt sich nicht. Also unterm Strich, wir wissen es gar nicht. Ne? Jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt nehme ich Sie mal mit, gedanklich, also hier oben im Kopf. Ne? Weil wir haben ja ein Bewusstsein. Ne? Und Lipödem ist ja ein Begriff. Ne? Die Studie läuft noch, oder? Also Lipödem ist ja ein Begriff, so wie Baum oder Kaffee. Dieser Begriff ist zusammengesetzt aus Lieb und Ödem, also so aus zwei Wortbestandteilen. Ne? So. Und das ist ein Begriff, der ist also zusammengesetzt und das sind keine deutschen Wörter, das sind ein griechischer Begriff, also dieses Lipos, und ein lateinischer Begriff, dieses Ödem. Und was ich jetzt einfach mal mache, ich übersetze, mehr mache ich nicht, ich übersetze diese Begriffe, die ja nicht deutsch sind, ins Deutsche. Mehr mache ich nicht. Und das wissen immer noch alle, Lipos ist das Fett. Kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt das Fett. Das wussten Sie auch, ne? Wissen Sie, was Ödem heißt? Weil ich wollte jetzt gerade mal aufkommen lassen, dass Sie gerade jetzt alle so ein Brainstorming machen. Sie sagen so Wassereinlagerung oder Schwellneigung, was fällt sonst ein, vermehrte oder so weiter und so fort. Also es kommen so verschiedene Begriffe. Ne? Aber zum Beispiel Tree im Englischen heißt auf Deutsch Baum. Ja? So, oder Coffee, Kaffee. Cheers. Oder Lipos, Fett. Ödem,
Und da haben sie gerade mitbekommen, ja, so, ja, weil da fängt es halt an, keiner weiß Genaueres. Ja? So, es heißt, Herr Laschke hat schon gesagt, die Wasserliebe, die Wassersucht, das ist der Oberbegriff. Ja? So, aus dem Lateinischen, die Wasserliebe, die Wassersucht heißt mit dem. So. Ja? So. Und jetzt mache ich halt Folgendes, jetzt müssen wir ja beide einzeln, jetzt fasse ich das mal zusammen, also zu diesem Liebödem. Lipos, das Fett, Ödem, das Wasser. Ne? Also das heißt, dieser Begriff heißt übersetzt Fettwasser. Und dann sagt meistens der Patient, weil er noch nicht, also in diesem Theaterspiel, diese Bewusstseinsebene hat, der Hund, was wollen Sie mich jetzt damit sagen? So, Und dann sage ich mal, jetzt mache ich mal Folgendes, jetzt spreche ich mal so wie so ein Naturwissenschaftler. Ja, der kann nämlich Folgendes, der kann die Rahmenbedingungen verändern. Ne? Das, was die Politik gerade so wahrnimmt. Ne? Haben Sie eine Küche? So fange ich immer halt an. Dann sagt immer der Patient, ja, wieso? Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Küche. So. Dauert ein bisschen, aber dann kommt der Patient so gedanklich in seine Küche rein. Das sehe ich dann so an dem Blick. Also der löst sich dann so aus diesem Raum. Ja? Sind Sie noch da? Sind Sie in der Küche? Ja, ja, wieso? Dann sage ich immer so, um das noch zu unterstützen, ja, dieser Raum, das, was ich gemeint habe. Schöne Küche. Ich bin natürlich nicht in der Küche. Wir sitzen immer noch in diesem Zimmer. Ja, so, ja. Und jetzt machen Sie mal Folgendes. Jetzt gehen Sie mal und in Ihrer Küche und machen Sie mal Fettwasser. Ja, sehen Sie, jetzt kommen Sie auch drauf. Das meine ich halt so mit diesem Raum und dem Bewusstsein. Da können Sie sogar selbst Ihre Tochter in der Mittelstufe fragen. Die sagt dann wahrscheinlich, oder selbst der Hund, der eigentlich nicht reden kann, der würde dann so an der Leine ziehen und sagen, geht doch gar nicht. Ja, das sagen Sie aber. Das sagt auch der Arzt. Er sagt zum Beispiel Liebödem. Und weil das ein Zustand ist, der in der Natur nicht, also auch nicht in Ihrem Körper, nicht vorkommen kann, sagt er dann halt so, ja, keiner weiß genau, was haben Sie vorhin noch gesagt, Fettverteilungsstörung, das ist ja genetisch, das hat der liebe Gott mal als Fluch, das hatte meine Mutter anscheinend schon, das weiß er, ich habe meine Mutter nie kennengelernt. So ist dann dieses Spiel. Aber dieser Begriff Liebödem, ne, werden ganze Bücher geschrieben. Sie haben heute da rein. Richtig, Sie haben es gelesen. Ne? Das ist so. Wow. Ja. Alle sind auf der Suche. Vielleicht schreibe ich auch nochmal ein Liebödem-Buch und dann bin ich weg. Machen Sie das wieder. Wo ist denn Herr Lüders? Ja. Weiß ich nicht, der war plötzlich weg. Das Buch lief gut. Der Mann ist weg. Der war weg. Aber da waren so tolle Fälle drin, also die das geschafft. Absolut, die sind alle auf der Suche. Komm mit, wir suchen das Liebödem. Aber selbst die goldene Milch. Das ja, richtig, die goldene Kuh, die goldene Milch. Und, ja, genau, wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Weil sonst kommen wir wieder aus der Küche raus. Ne? Ich wollte erst mal in der Küche bleiben, dass Ihnen klar wird an Ihrer eigenen Spüle so. Das geht auch gar nicht. Was sagt denn der Arzt da die ganze Zeit? Und vor allem der Hammer ist ja, das beschreibt ja einen Zustand, das haben Sie ja gerade wahrgenommen, den es in der Natur gar nicht gibt, also auch in Ihrem Körper nicht. Ja. Der Mediziner teilt das sogar in Stadien. Er sagt dann Stadium 1, was kriegt er noch hin? 2 und 3. Weil wir haben leider diese beiden Welten, wir haben die medizinische Versorgungsstruktur, wenn Sie jetzt sagen, die I89.2, also Liebödem Stadium 2, dann sagt die Krankenkasse, ja, aber nein. Dann sagt der Arzt darauf, doch, ich brauche das Geld. Die Kosten müssen erstattet werden. Also die Krankenkasse versteht diesen Begriff, Patientin hat Liebödem. Ja, ist okay. Soll operiert werden? Nein. Und Sie sagen zum Beispiel als Patientin, ich bin krank. Warum zahlt denn die Krankenkasse nicht? Ich habe doch jeden Monat, verstehen Sie, das meine ich in dieser Kopf. Na, so ist nicht der Körper. Aber im Kopf in der Arztpraxis, wunderbar. Da werden Anwälte bemüht. Und jetzt kommt bei mir wieder auf Ihre emotionale Ebene. Da gehe ich nie wieder hin.
Selbst mein Anwalt, ne? Und selbst Pippi hätte wahrscheinlich so gesagt im Liegen, hier gehe ich wieder weg. Das ist für mich keine Praxis. Aber das ist wirklich die Praxis. Ja, so ist das. Sie kriegen ja mit, ich erzähle hier nicht irgendwelche Comics oder so, sondern da werden ganze Bücher drüber geschrieben. Leidensgeschichten werden geschildert. Ich hatte für mich Kurkuma entdeckt. Für mich war es die Avocado. Ich bin dreimal im Jahr mindestens in Skiurlaub. Ich habe einen Handstand gemacht. Das tat mir ganz gut. Ich habe die Glocke gehört. Das war irgendwie ganz gut. Ich habe mir immer Elektrostöße gegeben. Das tat mir ganz gut. Ja. Das heißt also, dann werden dann so Konzepte erstellt, wo dann zufälligerweise das miteinander irgendwie assoziiert war, dass das irgendwie gut war. Aber es erklärt noch nicht das Warum, verstehen Sie? Das Natürliche ist aber logisch. Ja. Und das Lipos, um so viel schon mal vorwegzunehmen, hat selbstverständlich was mit dem Lymphe auch zu tun. Aber es ist eine intellektuelle Übersprungshandlung, sage ich immer, einfach zu sagen, Lipödem. Es geht nicht. Aber es ist häufig so, dass das Lymph mit dem Lip einhergeht. Und da muss man jetzt rein fokussieren. Da muss man jetzt fragen, was hat das Lipos mit dem Lymphe zu tun? Und dann werden Sie nämlich auch handlungsfähig, weil Sie das nämlich dann auch verstanden haben. Ja, und wann sagen Sie uns das jetzt endlich, Herr Lüders? Ja, und vor allen Dingen können Sie das für mich ein bisschen mehr auf die, also wenn Sie das dann erklären, können Sie das ein bisschen auf die Sachebene bringen? Absolute Sachebene. Weil der Körper ist nur Sache. Der ist das Ding, das Res aus dem Griechischen, Realität. Da kommt das halt her. Ja, das tut sogar auch weh. Er ist eigentlich relativ einfach. Na, weil die Natur hat sich immer nur das Einfachste ausgesucht. Also das, was am besten läuft. Und das ist halt diese Lymphe. Lymphe ist alles, was die Zelle braucht. Und da gehen wir jetzt mal in diesen Term halt hinein. Was braucht denn die Zelle alles? Das weiß ja kein Arzt. Das ist ja ein naturwissenschaftlicher Ansatz, verstehen Sie? Selbst der Biologe macht sich schon Gedanken, was braucht man denn alles? Die Zelle ist ja das Wesentliche. Das ist ja alles. Sie kriegen plötzlich mit, Lymphe ist nicht einfach nur Wasser. Hallo! Sondern das ist alles. Und wenn da irgendwas nicht drin stimmt, also mit dem Natürlichen, und das sogar chronisch, chronos über die Jahre, Zeit, dann verändert sich Ihr Körper. Und dann sagen Sie selber, intuitiv, inture in sich hinein betrachten, obwohl der Arzt sagt, da ist nichts. Doch, da ist was. Ne? Und der das, Arzt... Aber das hatte ich gehabt, doch, Entschuldigung, bei mir mit der Schilddrüsenunterfunktion. Ne? Ja. Ich wusste da, kennt mein Körper ja am besten, dass irgendwas stimmt, da stimmt was nicht. Und das wurde erst gar nicht festgestellt mit der Unterfunktion. Und dann irgendwann kam das raus und ich habe gesagt, ich wusste das. Ja. Und auch mit meinen Schweinen mit der Schwellung immer. Ja. Ihnen, ja, die Schilddrüse ist ja Ihr Gaspedal. Eigentlich lernt der Mediziner, wenn Sie den... Immer, ja, immer ja, ja, gut. Warum? Ja gut, ich hatte natürlich viel Arbeit, Doppelbelastung, Kinder alleine großgezogen, Vollzeitjob, dann wenigstens das alte Menschen betreut. Ja, aber das, ich habe gemerkt, da stimmt das mein Körper nicht, da ist was. Ja. Wie gesagt, da sind dann manchmal bei manchen Ärzten, wo man denkt, gucken da nicht richtig nach. Ja, warum auch? Also viele machen da auch nur einen Kernspin. Nach dem Motto, ja, die nächste jetzt aussuchen. Richtig. Aber die haben Ansätze, sehen wohl, dass da was nicht richtig ist, aber können das nicht weiter ausführen. Das habe ich auch schon erlebt. Ist man da gar nicht drauf eingegangen. Mhm. Und ich als Laie, und zu dem Zeitpunkt hat man noch ein bisschen davor gedacht, naja, es kommt mir vom Übergewicht, dass du diese dicken Beine hast. Ne? Und das halt so geschmerzt hat, so habe ich halt mal dann gedacht. Mhm. Also, das ist ja halt jetzt in den letzten Jahren immer schlimmer und daraufhin bin ich ja eigentlich nur wegen den Varizen los gewesen, weil ich ja dachte, diese ganzen Krämpfe, die ich habe, das kommt ja von diesen Krampfadern, dass sie mal wieder gezogen werden müssen, was man ja früher immer bei mir gemacht hat. Zweimal, ne? Also seit dem 20. Leben vielleicht doch insgesamt dreimal waren's. Mhm. Und dann, bis ich dann ja Gott sei Dank dann die vom Sanitätshaus, die ältere Dame, die mich darauf hingewiesen hat, die sollte doch mal, ich sagte, ich brauche eine OP, ich hatte dann einen Termin und sagte sie, nee, gehen Sie mal zu den Kollegen, Sie haben nur was ganz anderes. Ich sage, wie? Ja, machen Sie das mal lieber, sonst haben Sie Schwierigkeiten. Ja, und daraufhin bin ich dann zu Ihnen dann hingekommen und dann hat sich das ja mit der OP dann erledigt gehabt. Ja? Da war ja was ganz anderes hinterher. Ja?
Was ich auch nicht verstehe, wenn zum Beispiel Entzündungswerte mal waren, der Arzt ja. im Bericht typisch, ja. hat das gar nicht wahrgenommen. Du musst dich selber organisieren. Du musst dich selber organisieren. Ja, und der Arzt hat gesehen, wissen Sie gar nicht, dass Sie eine Entzündung haben? Ich so, nee. Mhm. Und das hat der Arzt, wo der MRT, habe ich ja schon mal geredet heute, MRT hatte und der Bericht hat das, ich weiß nicht, ob er was übersehen hat, aber normal dürfte er es nicht übersehen, es ist ein Arzt, er sollte mal gucken. Ja. Und dann erfahre ich von den anderen Arzt, ja, sie haben eine Entzündung. Ansetzen wir alles, was die Zelle braucht. Ne? Weil ich habe ja gesagt, an die Zelle ran kommt kein Blut, ja, ne? sondern das ist diese Lymphe. Und wenn da irgendwas nicht drin stimmt, über chronisch, wir sprechen nämlich nicht über akute Krankheitsbilder wie. Oh, nee, wir reden jetzt von Zellen, die Zelle. Also die sondern von chronischen. Ja, chronisch und Lymphsystem. Ja, genau. Wenn das nicht funktioniert, dann verändert sich Ihr Körper. Der passt sich an. Ne? Und was braucht denn die Zelle alles? Ist auch nicht schwer. Eigentlich nur drei Sachen. Mehr nicht, nur drei Sachen. Leider lernt man das nicht als Arzt. Weil das so ein Naturwissenschaftler war. Als Arzt lernt man ganz viel. Man sagt ja auch mal Telefonbücher auswendig. Ja, so man lernt dann ganz viele Krankheitsbilder. Und dann denkt man auch in dieser komplizierten, wo könnte das irgendwie hingehen, so. Ne? Und dann vergisst man auch mal die Schilddrüse. Weil nämlich alles so planar ist. Verstehen Sie? Man lernt das neben dem, aber dass das dahinter ein Prinzip ist, dass ganz oben zum Beispiel die Schilddrüse Gas gibt. Die Schilddrüse haben, wurde untersucht. Mhm. War noch nichts erkennbar. Und ich wusste, da stimmt was nicht. Ja, trotzdem sehr gut, dass sie hartnäckig sind. Was braucht die Zelle? Nur drei Sachen. Die braucht einfach Wasser. Weil Wasser ist eine super duper Flüssigkeit, da könnte ich gerne jetzt auch darauf eingehen, warum die Natur sich das überlegt hat. Ernährung. Das heißt also, die komplette Ernährung der Zelle läuft über dieses System. Boah. Und drittens, habe ich vorhin schon mal angesprochen, die muss sich ja wieder erholen, also regenerieren, wieder neu aufbauen. Das heißt, dieses gesamte Regenerations- in den unberührten Zustand zurückversetzen, Immunsystem, das gesamte Immunsystem steckt da drin. Ich sage mal, Sie haben auch Lymphknoten, das ist kein Zufall. Ja, damit Sie so ein Bild halt haben. Also Wasser, Ernährung, Immunsystem. Das sind so die drei Säulen. Wenn jemand ein akutes Problem hat, also zum Beispiel sind operiert worden, die Lymphe ist an der Stelle manuell, also der Chirurg Chai aus dem Griechischen, die Hand, handarbeiterisch da irgendwie angegangen worden. Dann staut es sich. Dann haben sie Wasser. Dann kriegen sie Ödem. Dann können sie eine Delle drücken. Dann sagt jeder, oh, Ödem. Wenn sie aber jetzt nichts Akutes haben, sondern immer nur so ein bisschen, ja, dann haben sie nicht viel Wasser. Sondern dann kommen die anderen Säulen, diese Ernährung und das Immunsystem. Ernährung bedeutet, wenn es nicht das, was reingeht, weil ich am Anfang gemeint habe, mit der Pumpe nicht wieder richtig rauskommt, dann heißt das, Sie haben zu viel, also eine Über, in Bezug auf Ernährung heißt das dann Überernährung. Die Gesellschaft, die denkt immer nur hier, die sagt immer, hör auf, du frisst doch wie ein. Schau dich doch mal an. Verstehen Sie? Und da habe ich nämlich auch ganz tragisch Menschen, die ja halt so sagen, nein, ich esse schon so wenig. Ich esse auch nicht viel. Aber... Danke, dass Sie das immer so untermalen. Authentisch. Das ist, ich wollte nur sagen, das sind Selbsthilfegruppen, ne? Das ist das Schöne. Wenn Sie das jemandem erzählen, der Sport macht oder so, der sagt, ja, interessant. Das kommt muss mitschreiben. Ja, finde ich gut. Also, dann haben Sie eine Überernährung. Und dann macht der Körper nämlich Folgendes, das ist schön. Er speichert es in der effektivsten Form, weil es muss ja irgendwo hin. Und das ist Fettgewebe. CH, das sind diese Kohlenwasserstoffdinger da, die sie sogar in flüssiger Form in den Tank reinpacken, obwohl ihnen das gar nicht gehört, und damit mit so einer Maschine durch die Welt fahren. Das machen ganz viele. Das sage ich jeden Morgen Herrn Laschke. Hört auf zu fahren! Es wird schon warm! Ich habe mal ein Fahrrad.
Wieso? So normal. Ich muss ja dahin. Das sind auch Kohlenwasserstoffe. Und CH, 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 in diese, können Sie heute Abend irgendwo im Lipödem-Buch nachgucken, wenn die da sowas haben. Diese CH, 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 CH-Moleküle, da steht dann dran Fettsäure. Sagen Sie, oh, sieht ja auch so aus. Ja, weil in dieser H und C so speichert in der Natur Energie. So ist das. Das ist schön. So ist Fettgewebe. Das ist die effektivste Form. Das heißt also, wenn jetzt dieses Lymph sich staut, dann haben Sie Überernährung und dann speichern Sie das und dadurch kommt das Lipos zustande. Ja, das Lipos. Und es ist ja auch getrennt. Sie haben auf der einen Seite diese Wassersache, Lymphe, und auf der anderen Seite haben Sie Zellen, die nur die Aufgabe haben, diese Fettsäuren zu bauen. Aber wer hat das denn gemacht? Adipozyten. Hat das denn die Schilddrüse? Weil hier wurde ja zuerst ist die Schilddrüse schuld daran gewesen, dass ich dieses Lymphödem bekommen habe nachher? Ja, warum Sie jetzt dieses Ödem, diese Wasserliebe, diese Wasser, diesen Stau bekommen haben, das liegt daran, weil nicht genügend das, was reingeht, wieder rauskommt. Das heißt, es fehlt in dem System die Kraft, das Dynamis von unten. So einfach ist es. So einfach ist es. Und das Komplizierte, Sie sagen so einfach. So einfach ist das aber nicht. Was ist daran so schwer? Ja, weil es völlig normal ist, sich so zu verhalten. Weil der Körper, der ist nur. Verstehen Sie? Und wenn Sie am Arbeitstisch sitzen und mit dem Auto und dann ist halt diese Funktion nicht da. Verstehen Sie? Ich zum Beispiel, ich habe halt Folgendes gemacht, ich habe ja das Auto weggegeben und laufe nur noch. Ich habe nichts, ja, gar nichts. Ich laufe ja auch. Ich habe nicht Achilles. Ja. Laufen Sie 7.500 Kilometer im Jahr? Ich bin jetzt vor Sollen Sie nicht? Ja, das nicht. Ist ja verrückt. Ja, das habe ich nicht gemacht. Das ist also Vorgeschichte. Wir haben ja richtig. Adipositas. Ja, Sie haben zu viel Fettzellen. Ganz andere Körper. Richtig. Voraussetzungen. Und deshalb, wenn Sie, das ist halt die Schwierigkeit. Wenn Sie sagen, ich will das nicht, dann haben Sie erstmal viel Arbeit vor sich. Ja. Viel Arbeit. Das liegt aber nicht und daran. Die viele Arbeit bringt nichts. Das ist frustrierend. Ja. Das ist frustrierend. Richtig. Wenn man so viel abnimmt und trotzdem der Körper genau das Gegenteil macht, dass immer mehr Bauchstellen auftauchen. Ja. Und die Lymphödeme schlimmer werden statt besser. Oder krass, die Lymphödeme. Ne? Ja. Dann hasst man das irgendwie. Da verliert man echt das Vertrauen. Ja, man macht Sport, man bewegt sich so viel, wie es geht. Man ist 3 bis 4 Mal die Woche macht man intensiv Sport und der Körper zeigt aber nicht, dass er das irgendwie honoriert. Genau. Und genau das Gegenteil. Richtig, Sie sind richtig emotional. Scheiße. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ja, bin ich. Ja, aber woran liegt sowas? Ja, richtig. Ich war aber eine Ebene da drüber. Deshalb sind die Kathedralen immer so schön hoch. Dann plötzlich wird es hell, weil man sagt, ich sehe, ich verstehe. So. Nee, ich meine, ich habe ja zum Beispiel die OP nur vor mir. Wenn ich dann aber höre, bringt alle gar nichts, habe alle immer noch Schmerzen und was muss ich dann... Nee, das würde ich nicht sagen. Es bringt was. Sie sind ja nach der Operation anders als vorher. Also es bringt schon was. Ne? So. Also man muss halt nur sehen, ich habe ja gerade gesagt, es speichert in der effektivsten Form. Wenn Sie den Speicher jetzt wieder leeren wollen, dann bedeutet das Arbeit. Und ich kann das verstehen, dass manche sagen, ich kann das nicht. Wann soll ich das? Ja. Ja. Das ist ein Thema, ne? Ja, jetzt mache ich mal Folgendes, weil der Fuß ist ja gerade so ein bisschen verloren gegangen, schwang ganz viel hier am Tisch mit. Ja, so. Ich frage Sie einfach mal, haben Sie Fragen? So, und drehe ich das jetzt einfach mal um. Haben Sie Fragen? Ja, also Sie stellen durch Geräte wie Sonographie, also dann irgendwann die Diagnose. Dann sagen, das ist ein Lipidödem oder wie? Ich frage jetzt mal ganz blöd, ich bin noch nie in so einer Praxis gewesen. Sie können anhand der Ultraschallaufnahmen der Gefäße gucken oder wie geht das? Ultraschall ist ein typisches Verfahren, also so ein Untersuchungsverfahren, was so auflöst in Millimeter bis Zentimeter. Also Sie können zum Beispiel die Tasse sehen, ja, oder auch Ihre Leber.
Ne? Oder so, also auch Blutgefäße. Blutgefäße sind so groß wie ja, so Millimeter bis Zentimeter. Also da geht das Ultraschallverfahren immer sehr gut. Ne? Also Blutgefäße können Sie im Ultraschall sehr gut beurteilen. Aber Lymphe, alles was die Zelle braucht, da brauchen Sie ein bildgebendes Verfahren, also so ein Gerät, was so klein ist wie Zellen. Das sehen Sie nicht im Ultraschall. Und das Standardverfahren, das ist etabliert, das ist nichts Ungewöhnliches. Wird nur viel zu selten gemacht, weil auf diese Idee kommt so keiner im Alltag, hat ja keiner Zeit. Ist halt, was Sie gesagt haben, die Scintigraphie. Mhm. Deshalb, ich als Arzt, ich muss mir eigentlich Gedanken machen, was könnte das sein und wie kann ich das sichtbar machen. Also nicht irgendwie so sagen, das ist ein Lipödem, Fettverteilungsstörung, keiner weiß genaueres, wir machen mal einen Termin, sondern ich muss mir halt Gedanken machen, was gibt es denn so bei den Fotografen, das sind die Radiologen, an Möglichkeiten, um diese Funktion zu sehen. Und da ist bei der Lymphe der Standard in der Aussagekraft, ob sie es haben oder nicht, die Scintigraphie. Okay. Also so wie ich sie jetzt verstanden habe, ist gar nicht, also die Lymphe sind das Geheimnis. Alles hängt irgendwie mit den Lymphen zusammen. Und wenn ich jetzt gucke, ist da irgendwas mit den Lymphen nicht in Ordnung, dann erklären sich viele andere Sachen. Ja, alles ist ja nicht Lymphe, weil sie bestehen ja aus mehr. Also ja. Zum Beispiel aus den Haaren, aus den Augen oder sowas. Ne? So. Aber an diese einzelnen Zellen, aus denen diese Organe bestehen, in diesem Organismus, da kommt kein Blut ran. Das will ich mal so betonen, weil Blut ist immer, Sie finden Phlebologen, Neurologen, alle gucken mal auf Blut mit solchen Verfahren wie Ultraschall. Bei Ultraschall haben Sie auch hier so. Rot, Grün, Blau. Also, aber an die einzelne Zelle, das, was sie im Wesentlichen ausmacht, das, was auch die Morphologie ihres Körpers ausmacht, da kommt kein Blut ran, sondern das ist diese Flüssigkeit. Das ist etwas sehr Wesentliches. Und das spüren auch die Patienten teilweise, wenn die dann so eine Sinti bekommen, die sitzen dann teilweise vor mir und sagen so, eigentlich will ich das nicht. Weil da wirkt etwas auf meinen Körper, auch noch radioaktiv, innen drin. Ja, da muss ich auch mal erstmal erklären, was Technetium ist, also diese Substanz. Das hat in der Schilddrüse schon mal Ja, und dann können Sie sehen, weil das Gerät sei ja, denkt ja nicht. Ne? Ich mache ja auch nicht aus der Entfernung volle Kanne. Aber was sehen Sie denn da? Zu viel Wasser im Körper oder so? Also was zeigt das Gerät? In welcher Zeit das Wasser... Was, ja, richtig. Also das Prinzip dieser Untersuchung ist wie folgt. Man hat eine Substanz, ne, die, das heißt Technetium. Und diese Substanz, die hat zwei Eigenschaften. Erstens, die liebt Lymphe. Die geht also direkt in die Lymphbahn rein. So, nur dahin, nicht woanders. Also nicht in das Ohr oder so, sondern nur in die Lymphbahn. Und zweitens, man kann sie von außen wahrnehmen. Da gibt es also so eine Kamera, die heißt so Gamma-Kamera und die nimmt dann diese Substanz wahr. Und was man da macht, man gibt ganz unten, also dort, wo es sich meistens immer staut, direkt oberhalb des Planetens, gibt man ihnen diese Flüssigkeit links, Aua, und rechts, Aua, unter die Haut. Die geht dann in die Lymphbahn hinein, weil die liebt ja Lymphe. Und man kann sie von außen wahren. Und dann können sie anhand dieser repräsentativ, sagt man, dieser Flüssigkeit sehen, wie schnell und wie viel sie von unten nach oben. So. Und das sehen Sie dann. Also wo viel und wo wenig ist. Und deshalb sind die Bilder nicht grün, blau, rot, nee, wir haben ja nur zwei Farben, sondern schwarz und weiß. Und dann macht man nur Folgendes, man misst die Zeit und guckt dann halt, wie viel von unten nach oben. Und dann kann man halt sehen, wie viel von unten nach oben. Das ist ja gar nicht viel. Oh Gott. Und dann muss ich auch mal sagen, nee, lassen Sie mal das Emotionale weg. Ne? Interessieren Sie sich erstmal nur dafür, dass nicht ausreichend, genügend von unten nach oben. Wieder abtransportiert wird. Richtig. Mehr nicht. Also man sieht da, oh, es staut sich, ja. Ne? Was staut sich denn? Ja, diese Lymphe. So. Okay. Alles, was die Zelle braucht. Wassertabletten und Kompressionsstrümpfe und dann geht es schön. Herrlich. Aber das Problem ist, bei den Wasserlasttabletten, Sie sprechen was Typisches an, deshalb habe ich auch gerne mal so ältere Leute, die halt dann so...
Die haben dann teilweise so einen blauen Fleck hier oben. 60 plus. Ja, so. Oder ein blaues Auge. Der Hausarzt hat mir Wasserlasttabletten gegeben. Das sind die Weicheier, die gibt es auch. Richtig. Die sind dann immer umgefallen. Weil das Problem bei Wasserlasttabletten ist, die setzen an der Niere an. Ja, da geht es raus. Der Urin. Und die Niere ist angeschlossen an der Blutbahn. Das heißt, diese Wasserlasttabletten, bevor die überhaupt dort unten am Fuß oder Unterschenkel oder so da unten in diesem Gewebsflüssigkeitssystem was bewirken, setzen die erstmal das Blutvolumen durch die Niere runter. Also der Blutdruck geht dann tendenziell erstmal runter. Das heißt also, der Patient könnte auch so, bevor dann der Arzt sagt, ja, ist ja schon weniger geworden. Was denken Sie über Akupunktur an? Ja, da kommt das Wasser auch nicht raus. Ja. Akupunktur? Ich hatte Wasser in der Schwangerschaft, bei dem Großen, und dann musste ich dann einmal die Woche hin, dann Kopfbecher, Ohren, ja. Arme und wenn der Kunde auch anfangen. Ich sollte eigentlich mehr dadurch auf Toilette, aber Hypnose machen. Ja, waren Sie wahrscheinlich auf Toilette, haben ein Spiel geguckt. Ah! Nicht ganz. Ich bin ein Igel. Ich kann einen Spiegel auf der Toilette. Ah! Kling. Der Ansatz ist auch ein anderer. Also ich will mich nicht darüber lustig machen. Akupunktur hat seinen Sinn. Ich weiß, dass alles gut ist. Aber Sie nicht. Ich kann auch nicht. Ich schon. Dann klären Sie mich bitte auf. Ja, war ich ja gerade hier. Also ich kriege auch kein Geld hier für den Kaffee. Tschüss. Akupunktur hat seine Daseinsberechtigung. Ganz klar, nur der Ansatz ist etwas komplizierter im Verständnis, ja, als wie kriege ich das Wasser da raus. Ja. Jedenfalls nicht mit den Wasserlasttabletten. Und so sind auch die Leitlinien. Ja. Das heißt, wenn Sie bei den Deutsche Gesellschaft für irgendwas halt nachgucken, wie wird empfohlen das, dann steht da ganz klar, Lymphödeme nicht mit Wasserlasttabletten behandeln. Der Hausarzt macht es aber trotzdem. Ich schreibe ihm mal Torasemid auf, N1, dann ruft die Apotheke an und sagt, Torasemid haben wir leider nicht, weil wir haben dann nehmen wir Furosemid. Furosemid haben wir auch nicht. Dann HCT. Ja, das haben wir da. Dann schreibe ich Ihnen HCT. Nee, das, weil Sie lassen den Patienten pinkeln und dadurch senken Sie den Blutdruck, also Blut, und dann hoffen Sie sich, dass bevor der Patient umfällt, dass dann die Beine erstmal schlanker werden. Also, ja. Ja, Sie lachen, hören Sie auf. Sie gehen da. Ja. Mein schwarzer Humor. Aber Sie kriegen, Sie kriegen halt mit, was ich sage, ist logisch. Ja? Jetzt haben Sie gelernt, Sie können das natürlich auswendig lernen. Sie können jetzt sagen, in so einem Forum, wo alle mitschreiben, Wasserlasttabletten wird nicht empfohlen. Das können Sie natürlich auswendig lernen. Aber Sie können auch verstehen, ne, dass also die Niere an der Blutbahn ist und dass die Blutbahn zwar was damit zu tun hat, aber das nicht ist. Das heißt, um da unten ranzukommen, bietet es sich an, auch dort zu arbeiten. Und so wichtig sind zum Beispiel auch Physiotherapeuten. Physis die Naturtherapeia dienen. Das ist wieder unser Bildungssystem. Ja? Erzieherin. Braucht doch kein Geld. Ja, wir müssen aber 30 Jahre an den Erwachsenen arbeiten, in der Hoffnung, dass er dann mal diese blöde Autosache stehen lässt. Hallo! Wenn Sie 3 Jahre dem Kind erzählen, Auto stinkt, lass das mal, lauf mal, dann haben Sie einen, wo man später sagt, der läuft hier nur. Der ist an einer Macke. Ja, die Kindergärtnerin hatte irgendwie auch selber so einen Lauftick. Und der Junge hat immer geguckt und hat gesagt, ich glaube, ich habe mich verliebt. Und seitdem läuft er. Das heißt, morgen sage ich meinem Chef, ich laufe jetzt jeden Tag von Rheine nach Burghorst. Ich brauche weniger Stunden zu arbeiten. Ja, genau. Das findet er auch nicht gut. Physiotherapie dreimal die Woche. Genau, das findet er auch nicht gut. Ich muss schneller laufen.
Das ist die soziale Komponente. Wir würden auch gar nicht unser Arbeitspensum schaffen, hätten wir das Auto nicht. Das geht ja auch gar nicht. Es gibt Kollegen von mir, die haben in Münster keinen KV-Sitz bekommen, sondern irgendwo anders. Die wohnen aber Sentrupper Höhe. Also und dann fahren die wirklich, die haben also wirklich es nicht geschafft, in Münster einen KV-Sitz zu bekommen. Die haben dann woanders einen gekriegt und wohnen aber Sentrupper Höhe. Und glauben Sie, die fahren jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Nur damit sie auf der Sentrupper Höhe am Samstag über den Markt mit der Frau. Ja, ich nehme jetzt keinen Namen. Also würde unsere Gesellschaft diese Mobilität verlieren? Sorry, ich muss jetzt fragen. Ich auch. Ja, Kinder. Ja, wir machen auch gleich Feier. Sorry. Weil ich muss auch schlafen. Ich muss ja auch, das kriegt ja keinen Anschluss mehr. Ich muss ja auch. Dann machen wir Folgendes. Wir können das ja nochmal wiederholen. Drei Fragen sind noch erlaubt. Tschüss. Ciao. Wie? Sind Sie krank? Sie haben doch sonst immer Fragen. Ich habe die Frage nach Ihrer Telefonnummer. Ich habe schon. Also nicht im Privaten, nicht in Ihrer Praxis. Herr Laschke. Herr Professor Laschke. Ich habe das so gemacht, wie es üblich ist in der Medizin, weil es ist ja so, Professorentitel werden über Drittmittel finanziert. Das heißt, an der Uni, die braucht ja Geld, kriegt dann vom Hersteller Geld, das sind dann Drittmittel, und da wird dann ein Lehrstuhl geschaffen und der ist dann Professor. Ich habe das leichter gemacht. Lass mal ganz kurz, die Dame ist doch jetzt in Freizeit und nicht in Arbeit. Uniklinik, Recht und Drittmittel. Sie kennen mich nicht. Das kriegen wir auch wieder einen Anruf. Für Nasser Malja, Florian, das kannst du nicht bringen. Haben Sie da noch Kaffee drin oder möchten Sie noch? Ich habe genug. Ich habe schon genug inne. Ich hoffe, dass ich gleich noch schlafen kann. Dann laufe ich zu. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Also Sie empfehlen Ihren Patienten dann diese Kompressionsgeschichte oder was empfehlen Sie den Menschen? Ja, die fehlende Funktion zu ersetzen. Also das heißt, wenn zu langsam und zu wenig von unten nach oben, dann schneller und mehr. Ich mache ja nichts, ich rede ja nur die ganze Zeit, Sie sehen ja auch und trinken Kaffee. So wesentlich sind Physiotherapeuten, das meinte ich vorhin. Die machen. Ja, aber es gibt da ja auch Beschränkungen. Also ich habe eine Freundin, die hat Lymphdrainage schon seit vielen Jahren, kriegt aber jetzt mittlerweile Probleme, weil die Krankenkasse das nicht mehr zahlen wollen. Also wir reden über Geld. Auch. Ich meine, dass dann manchmal einfach gesagt wird, die Orte sind leer. Ja. Ja. Ja, und dann? Ich muss das so sagen. Frage ich Sie einfach mal. Berlin. Ne? Die letzte Nacht haben die alle zusammengesessen. Mhm. Also muss wohl, ich war nicht da. Aber die saßen da alle. Und die haben sich Gedanken gemacht. Auch der Christian Lindner hat sich Gedanken gemacht. Was für Gedanken haben die sich gemacht? Frage ich Sie mal. Was haben die letzte Nacht beschlossen? Ja, wie man Milliarden einsparen kann und wie man sie von rechts nach links schiebt, glaube ich. Genau, irgendwas. Ja, die haben den Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelöst. Das sind 100 Milliarden. Also ich muss ja immer sagen Folgendes. Ich habe zwei Kinder. Es tut mir leid, ich habe alles getan. Das betrifft jetzt auch leider das Gesundheitswesen. Und betrifft dann halt auch den Patienten mit seinem Physiotherapeuten. Weil der Physiotherapeut sagt schon selber, ich kriege nichts mehr dafür. Und ich weiß gar nicht, wann ich die alle noch behandeln soll. Ich muss mal Werbung dafür machen,
Physiotherapeuten sind Leute, denen müssen Sie dankbar sein. Die gehen mir gerade alle verloren, weil das sind Einzelunternehmer, die kriegen das nicht bezahlt. Die müssen die Miete zahlen, also Betriebswirtschaft. Und die wissen genau, dass derzeit bei der Bundeswehr gesucht wird. Sie gehen direkt als Stabsunteroffizier in den Dienst, haben geregeltes Einkommen. Feuerwehr sucht auch derzeit, Polizei hat auch, die werden mit Handkuss genommen. Und die sind aber nicht mal Physiotherapeuten. Dann sitze ich dann teilweise am Telefon da und sage, das können Sie jetzt nicht bringen. Wer soll denn dann die Patienten behandeln? Ja? Also viel zum Thema Kompression. Kompression heißt nämlich einfach nur verhindern, dass es nicht mehr wird. Ja, so kommen Sie aus der Nummer nie raus. Weil Sie wollen ja gerne, dass es besser wird. Ich will ja, das soll ja weg. Verstehen Sie? Das soll ja von unten nach oben. Das machen die Physiotherapeuten. Der Strumpf zum Beispiel, der sagt so, ja, ja. Dann sagen sie so, du, ich trag dich, mach das weg. Dann sagt so der Strumpf, nö. Du sollst das so wegmachen, du bist doch so unangenehm. Ich habe dich teilweise bis über den Bauchnabel. Und wenn ich auf Toilette muss, muss ich dich immer ausziehen. Und im Sommer bist du so heiß. Du Arsch. Dann sagt so der Strumpf, wenn er reden konnte, ja, nö. Weil ich soll ja nur verhindern, dass es mehr wird. Das heißt also, die Kompression, um jetzt auf die Frage einzugehen, ist keine Therapie. Die glauben an alle, die sagen halt immer, können Sie auch sehen, so Therapiemaßnahmen, Kompressionsbeschrumpfung. Nee, das ist keine Therapie. Das ist eine sogenannte Prävention, dass es nicht schlimmer wird. Der Strumpf macht es aber nicht weg. Und so wichtig ist zum Beispiel die Physiotherapie. Die Physiotherapie macht nämlich genau, das ist eine gerichtete Kraft, nicht einfach nur Druck, sondern eine gerichtete Kraft von unten nach oben. Und da haben wir nämlich das Problem, weil die können auch nicht immer. Stellen Sie mal vor, die Lymphe ist ja ein Geschenk, die läuft ja 24 Stunden 7, das heißt 168 Stunden, Sie hätten 168 Stunden Ihre Physiotherapeutin an Ihren Beinen am Arbeiten. Und würden Sie sagen, jetzt lass mal, geh weg, ich muss jetzt arbeiten. Nee, die sagen ja sogar selbst bei, wo Sie zum Thema Intensität halt gesagt haben, ich habe ja schon ein 36er-Rezept, 60 Minuten Langzeit, das kriege ich ja gar nicht mehr bezahlt. Das sind nur 3 Stunden. 3 Stunden. Von 180. Jetzt bin ich mal wieder Physiker, jetzt mache ich aus der Zeit, also Stunden, eine Strecke. Stellen Sie mal vor, ich habe ja gesagt 168 Stunden, die Lymphe müsste in der Woche 168 Meter laufen, damit sie so ein Gefühl bekommt. 168 Meter. Und die Lymphe als Lahmender, ne, sagt so, ich brauche Unterstützung. Die Medizin, hochprofessionell, 36er Rezept, also 3-mal pro Woche. 60 Minuten, schweinetoll, kriegen Sie niemals, ich habe keine Zeit. Die hilft Ihnen 3 Meter und dann die Lymphe so, Und die Physiotherapeutin, jetzt zieh. Und die Lymphe steht vor den 165 Metern. Soll ich das alleine? Und die Physiotherapeutin, weil es ja normal ist, ja, jetzt zieh. Verstehen Sie? So kommen Sie aus der Nummer nicht raus. Im Kopf. Langfrist 36, 60 Minuten. Ich mache ja schon alles. Schweineteuer. Es sind nur 3 Stunden. Und teilweise ist es sogar so, das ist auch bei meinem alten Unternehmen so, 45 Minuten. Unterschenkel. Nur das rechte Ohr. Verstehen Sie? Und das ist diese Tragik, weil der Patient sagt, angeboren, hatte meine Mutter schon Fettverschleierungsstörung, man weiß ja, man kann ja nichts machen. Doch. Aber die Lymphe, ihr Körper, der ist 24, glauben Sie mir eins heute Abend. Der Körper ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche da. Und die medizinische Versorgung, wo Sie alles rein, Sie sind doch der Arzt, Sie sind doch der Professor, Sie haben doch studiert. Sie. Der hat ja sogar Zähne auf dem Brust. Den habe ich gesehen, an der Ampel. Die, bei Focus war der super gelistet. Der muss es doch wissen. 3 Stunden, 36er, 60 Minuten. Verstehen Sie, was ich meine? Aber was ist denn mein letztes Rezept?
Deshalb sage ich immer, ganz wichtig, wenn Sie mir diesen einen Satz noch erlauben, Sie sind die beste Therapeutin. Ja, und was muss ich tun? Erstmal warum fragen? Das haben Sie ja gerade mitbekommen, Lipödem, jetzt zumindest wenn Sie eins heute Abend mitnehmen, Lipödem, ich weiß nicht mehr genau, was Herr Lüders gesagt hat, aber irgendwas war da dran, dass das irgendwie nicht geht. Denken Sie an Ihre Küche. Und wenn Sie nicht mehr wissen, was ich gesagt habe, versuchen Sie einfach nur Fettwasser zu machen. Ja? Sie werden mitbekommen, dass Ihre Tochter sagt, lass es geht nicht. Das mache ich mal, das ist Spaß mit meinem Sohn. Das sage ich dem, wenn er heute noch bei mir ist. Dann sage ich, mach mir mal Fettwasser. Also jetzt kann man sagen, es ist nicht behandelt. Frau Pohl, jetzt werde ich mal emotional. Machen Sie sich nicht über die medizinische Versorgung lustig. Nein, aber ich kenne meinen Sohn nicht. Ja. Ich meine, Dialysepatienten kann ich an die Maschine bücken. Kann ich das? Ja, aber das ist da unten mit Frage. Ich meine, ich habe 33 Jahre Dialyse gemacht, deswegen. Wow. Operative Medizin. Gibt es da auch so ein Verfahren? Ja, jetzt muss ich einen Hersteller erwähnen. Das Problem ist, also so wichtig ist dieser Lymphomat, also dieses Lymphgerät. Dieses von unten nach oben. Ja, das habe ich in der Reha mal gehabt. Dieses, also nicht schlecht. Wie soll ich das sagen? Liebe Krankenkasse, hallo. Ja, kann man sich das selber kaufen für zu Hause? Nein, soll sie nicht. Soll man nicht. Ja, ich habe das in der Reha erlebt und ich habe gedacht, jetzt nach der letzten Hüft-OP, ne, haben die das da gemacht, da im übertroten Feld. Und habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, die Krankenkasse soll das, nicht sie. Ja. Ja, gut, jetzt reden wir mit Pippi Langstrumpf, deshalb haben Sie auch die Versicherung. Deshalb haben Sie auch die Versicherung. Dass wenn Sie, dass dann die Versicherung, ne? Aber es ist ja, jetzt stellen Sie mal eine Versicherung vor, die immer nur zahlt. Die ist ja nicht lange da. Nein, aber ich meine, wenn ich jetzt keine zahlen, Möglichkeiten habe, kann ich das. Ja, weil das Geld ist ja dann weg, das ist ja eine Kasse. Ja. Und wenn Sie jetzt an der Theke stehen, an der Bierschenke und sagen, geht auf Haus, Kaffee, lass mal, geht auch auf. Ja, dann sind Sie nicht mehr lange da. Dann steht in 3 Wochen der Kunde bei Ihnen vor der Tür und sagt, schade, die Kneipe war doch so schön. Warum hat er denn zugemacht? Ja, weil es ging immer alles aufs Haus. Und so ist das auch bei der Versicherung. Sie kriegen dann immer suggeriert, wir sind für Sie da. Wir sind eine Gesundheitskrankenkasse und so weiter und so fort. Ja, aber momentan 100 Milliarden letzte Nacht, wir haben es nicht mehr. Und so wichtig sind zum Beispiel dann, wenn diese wesentlichen, wichtigen Wesen, ich meine jetzt nicht unsere Erzieherinnen oder Lehrer alleine, sondern also Ausbildung, sondern die Physiotherapeuten, wenn die nicht mehr können, dann brauchen wir diese Geräte, diese dummen, ist gut, die sind dumm, die denken nicht. Die machen was. Sage ich auch immer. Wenn sie da drin sind, denken sie an irgendwas anderes. Manche pennen dann sogar auch ein. Mhm. Ja, so. Oder die gucken Fernsehen oder so. Das finde ich super. Weil die Geräte denken nicht. Die machen einfach nur von unten nach oben. So. Ja, so ein Apparat kann man sich vielleicht wirklich selber zulegen. Was kostet das denn? Keine Ahnung. Viel zu teuer. Ja? Ja. Naja, aber in welchem Bereich? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, in dem Bereich so viel zu teuer. Seien Sie doch mal. 5.000 oder was kostet das? Nennen Sie auch mal eine Zahl. Ich habe nur gedacht, das ist eine Idee, als ich da lag. Ja, ich kann Ihnen ja mal so... Das Gerät würde mich auch interessieren. Ja, wie kommt zum Beispiel, wenn ich das so ganz kurz sagen kann, wie kommt die Medizin, ne, also so der Arzt oder was da alles so dran ist, Dialyse oder so, mit der Kasse in Kontakt? Das ist ja mal ein Riesending. Teilweise sind dazwischen sogar so, so kommen die nicht in Kontakt über das Recht. Und deshalb laufen Anwälte auch mal ganz gut. Aber das geht auch einfacher, indem man einfach als Arzt, da will ich auch mal drum werben, liebe Ärzte, hallo, lest mal das Sozialgesetzbuch. Weil da steht alles drin. Was du kannst und was du leider nicht kannst. Ja. Aber die Ärzte zum Beispiel, die sagen ja mal, ich bin fertig. Ich hab mein drittes Staatsexamen. Mama, ich habe es geschafft. Ich habe mein drittes Staatsexamen geschafft. Und dann fängt es halt an. Dann sind sie Arzt. Und dann hören die auf zu existieren. Aber eigentlich ist die Aufgabe, auch während des Studiums, dass sie ein Sozialgesetzbuch lesen. Weil alles, was nicht bezahlt wird, das können sie auch nicht machen. Stehen Sie so. Aber da steht auch alles drin. Und da steht ein ganz wichtiger Satz drin im Sozialgesetzbuch. Es gibt die Regelleistung. Ja, genau. Ist auch okay. Das ist diese Sache mit Budget. Also wo der Arzt sagt, nee, kann ich nicht, geht auf Budget. Das ist die Regelleistung. 2 Paar Strümpfe pro Jahr. Regelleistung.
Ne? Ist klar. Darf ich das noch kurz sagen, Frau Pohl, bitte unterbrechen. Ist klar, ist Regel. Ne? So. Da steht aber auch drin, Einzelfall. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden ein Gesetz sozial, wo der Einzelne gar nicht zur Geltung kommt, weil er nur die Regel ist. Nein, nein, selbstverständlich steht im Gesetzestext halt immer drin, der Einzelfall. Was Herr Laschke halt macht, finde ich ja gut, der macht zusammen mit jemandem, der im Hersteller in Kontakt ist, die Einzelfall. Die kommen dann auf mich zu und sagen, Herr Lühe, schreiben Sie doch mal ein paar Sätze dazu, warum jetzt Sie, nicht alle, nicht Regel oder so, sondern Sie, dieses Gerät brauchen. Und dann machen wir das. Und dann passiert erst mal Folgendes, dass die Krankenkasse jetzt sagt, so, weil die ja nur regelhaft denkt, nö, abgelehnt. Widerspruch. Richtig. Gibt es einen Widerspruch. Dann gibt es dann nochmal einen Einzelfall. Bis dann die Krankenkasse sagt, ja. Und da will ich für werben. Nicht, dass Sie, und schon gar nicht, dass Sie selber kaufen. Deshalb nenne ich Ihnen jetzt auch keinen Preis. Sondern, dass Sie einfach sagen, nach Einzelfall brauche ich so ein Gerät. Und dann kriegen Sie es. Ist es ja billiger, die Schlafweste, als das Gerät. Das Gerät ist ja viel teurer, diese Schlafmaske oder die Röhrchen. Das verstehe ich nicht. Ja, weil die, die gucken natürlich in diese, wie haben sie es noch genannt, Liste. Ja, das ist... Ja, richtig. Es gibt so eine Liste, die liegt den Krankenkassen vor. Da drin stehen Geräte. Also die haben da so eine sogenannte Hilfsmittelnummer. Ja, genau. Also bei denen ist das dann ganz klar, dass ja, dieses Gerät ist, ja, verstehen wir. Steht ja in der Liste. Ja. Von der kognitiven, informativen Ebene auf die emotionale Ebene. Das ist ja, ich kämpfe. Ja. Ich kämpfe. Letztlich hat noch, was hat eine Patientin gesagt? Aus dem Wartezimmer? Frau Kanner, als sie aufgestanden ist. Ja, was bezüglich? Mit Gebrüll. Ach so, mit Gebrüll. Ja. Kommen Sie rein, Sie sind jetzt die Nächste. Ja. Aufgestanden, mit Gebrüll. Richtig. Ja, aber das ist doch, das leuchtet mir bei der Krankenkasse nicht ein. Wirklich. Ja, deshalb müssen Sie verstehen, wie die denken. Ja. Und eigentlich nicht Sie. Nö. Sie sollen das gar nicht. Das soll der Arzt. Der Arzt soll Ihnen sagen, der sollte, wie haben Sie es nochmal gesagt? Ne? Ja, der hat da nochmal einen Bericht, also nochmal geschrieben. Ja. Ja, aber das Blöde ist halt, dass die ja nichts Genaues wissen. Die sagen ja teilweise auch Lipödem oder sowas. Dabei ist das ganz klar im Sozialgesetzbuch. Da muss man leider, eigentlich gehört das in die Ausbildung des Arztes mit hinein, dass man einmal das Sozialgesetzbuch gemeinsam liest, dass man versteht, was eine Hilfsmittelnummer ist, was die Krankenkasse ist, eine Kasse. Bei diesem Lymphomat hatte ich nur Glück gehabt, weil ich damals in Umschulung war und es war Corona. Und da durften wir nicht in den Berufswerk rein und im Homeoffice. Und es war ja der Corona, wo es ja noch keiner was auf dem Virus ist, oder dann brauchte ich ja, ich hatte ja keine Lymphdrainage mehr dann. Mhm. Ja, und dann hatte ich Glück. Und nur deswegen habe ich, Gott sei Dank, bin ich dankbar, dass ich einen Lymphomat habe. Mhm. Und ich, wenn es mir wehtut, ich kann jederzeit welche Fernsehen gucken. Ja, Sie sehen das bei jetzt, Sie hatten ein Gerät. Gott sei Dank, aber nur weil es zu den Zeiten war, keine Psychiatrie, war alles zu. Wo es für uns war, gab eigene Gesundheitsärzte groß. Die Krankenkassen sind auch gut. Also Sie werden immer mitbekommen, dass ich auch sogar sage, das ist gut. Das ist also nicht wie bei Ärzten, die sagen, die Kasse ist blöd. Nein, die Kasse ist gut, weil wenn Sie die verstehen, wie die denken und dann so mit denen reden, dann funktioniert das auch. Wenn Sie nicht wissen, was da eigentlich ist, dann sind Sie nur mit Gebrüll Scheiße. Entschuldigung, dieser Ausdruck. Ja. So geht das. Es geht viel schöner, indem Sie einfach verstehen, das ist eine Kasse. Ja, und die Kasse hat Listen. Manche Sachen werden von anderen Leuten genehmigt, wo es gar nicht so gut ist. Und andere ja wirklich dringend, weil die Lebensqualität... Kommt immer auf die Kasse und den Sachbearbeiter. Genau. Ich bin ja mit meiner Krankenkasse eine Art zufrieden eigentlich. Ne? Aber mit dem Punkt, mit dem Schlafplatz bin ich zufrieden. Nie. Also ja. Im Großen und Ganzen. Es gibt tausend Gründe zu sagen, dass das so ist. Aber jetzt, wenn ich das so runterbrechen würde, zum Beispiel, die Kasse denkt immer nur in Quartalen. Ja, aber Widerspruch, ganz einfach. Ich mache Widerspruch. In der Quartale. Und in der Quartale guckt die einfach, das ist teurer als das. Also das ist das Problem, verstehen Sie so. Wenn ich jetzt so argumentiere mit dem Gerät zum Beispiel, dann sagen die erstmal so, ein Gerät kostet so viel, ich nenne keine Zahl, der Lymphtherapeut kostet so viel. Der Lymphtherapeut ist ja viel günstiger. Oder die denken deswegen so, weil ich sowas ja 3 Monate trage. Nee, nicht oder, die denken so. Ja, die denken, das so. 3 Monate trage ich das und dann wollen die ja einen Schlaf, wo auch gucken, ob es was bringt. Ne? Ja. Das.
Und wenn es dann nichts bringt, dann hat der Mutter ja noch einmal deine Mutter umsonst bezahlt, für diese Blaubeste. Ja. Vielleicht deswegen, so denken sie noch. Gibt es noch eine Frage hier? Wann fahren wir? Oh oh. Ich bin richtig froh, dass ich mitgekommen bin hier. Ja. Wirksam ist man nur im Hier und Jetzt. Nein, für die herzliche Gruppe, so die herzliche Gruppe, das stärkt mich, dass ich. Und das nochmal zu sagen, Frau, Sie sind völlig normal. Wir sind halt jetzt Minister in Münster eingesetzt. Ich glaube, ich erst bekomme. Herr Laschke, es gibt was. Wir haben mal hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Danke schön. Wie Sie sich das zahlen, müssen Sie selber wissen. Wir haben wie Sie gesagt haben, was für Sie sein. Aber auf jeden Fall. Und ja, ich habe letztes Jahr gesagt, dass Sie da waren. Ja, danke schön für Ihr Engagement, Frau Tinkow. Und ja, kommen Sie gut nach Hause. Lasch gefährt. Ja, das Auto fährt und kennt, ich kenne den Weg. Ja, das ist doch sehr gut. Aber in diesem Sinne, ab wo laufen die? Ab wo laufen die? Ich hoffe, dass der Laschke mich noch irgendwie in die Nähe der Haustür bringt. Weil, die Adresse schon ins Navi eingegeben. Also. Weil wenn, erstens ist es ein bisschen kühler draußen geworden und zweitens, ich muss auch ein bisschen daran denken, dass ich rechtzeitig ins Bett komme. Ja. Wenn man mal die Strecke halt hat, dann schläft man nicht so, so ja, viel. Ne? Genau. Alles klar. Dankeschön. Ja. Das sind die Uhrzeiten. Ja, genau. 13 und 14, 17. Also wenn Sie zwischen 8 und 9 anrufen, zwischen 16 und 17 haben Sie die beste Chance. Ja, oder sagen Sie doch. Sind die immer so nett, wenn man anruft? Oder Herr Laschke, sagen Sie doch. Herr Laschke, sagen Sie doch direkt per E-Mail. Ja, so ein bisschen einfacher. E-Mail oder so. Alles klar. Schade, ich hätte gerne jetzt. Ach, das ist aber lieb. Danke, Frau Lieber. Ich bin froh, dass ganz lieben Dank an Sie. Nee, wir haben nur eine mehr bekommen. Genau, und Mücke. Danke. Alles klar. Ja, Dankeschön. Könnt ihr nicht nach Münster kommen? Dazu seid ihr begrüßt. Praktisch Standard. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt raus können. Wir müssen da raus und dann gehen wir anders rum. Warte, wo hast du jetzt die Fragen? Ach so, ja. Genau, da brauchen Sie jetzt nur hier rumgehen und dann.